Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Gäste der Villa Lessing, ich freue mich sehr, dass Sie hier im Haus so zahlreich erschienen sind und ich freue mich auch für Sie zu Hause, dass Sie zugeschaltet haben. Wir haben heute ein spannendes Thema von einem Referenten, der, glaube ich, heute schon das vierte Mal hier im Haus ist. Lieber Dr. Zittelmann, herzlich willkommen. Herr Dr. Zittelmann ist Historiker und Soziologe und hat sein Leben lang schon über 20 Bücher geschrieben und darüber geforscht, wie Armut und Reichtum in verschiedenen Ländern funktioniert oder nicht funktioniert. Das gipfelt nun in einem spannenden Werk, was wir heute vorstellen. Das heißt Weltreise eines Kapitalisten. Hierfür hat er 20 Länder bereist und wird uns eine Instruktion dafür geben. Bevor wir ihm das Wort geben, freue ich mich, dass der Staatssekretär Oliver Lustig hier im Haus ist und für uns ein paar Worte gibt. Lieber Oliver, das Wort geht an dich. Ja, vielen Dank, lieber Hermann, lieber Rainer Zittelmann. Schön, dass Sie wieder da sind, schon zum vierten Mal. Wir haben uns extra vorgenommen. Jedes Buch, das er schreibt, wird jetzt auch in Saarbrücken vorgestellt. Schön, dass es klappt. Bin auch extra von der Klausurtagung aus Hamburg früher abgereist. Hab gedacht, hier ist es wahrscheinlich spannender heute Abend. Wichtige Flüsse wurden gestern schon gefällt. Ja, ich bin auch deswegen gerne da, weil ja, Rainer Zittelmann ist ja eine spannende Persönlichkeit, der nicht nur als Journalist und Verleger, und jetzt auch als Autor, sondern auch als PR-Berater und Immobilienunternehmer sehr erfolgreich war und der sich jetzt quasi den Luxus nimmt, in der Welt herumzureisen, hält ja überall Vorträge und das Buch, über das wir heute sprechen, die Weltreise eines Kapitalisten, ist deswegen interessant, weil er die Länder auch wirklich intensiv bereist. Er berichtet mir auch ab und zu davon, von den Erfahrungen. Besonders interessant finde ich die Anekdote auch über den Soziologen aus Vietnam war es, glaube ich, mit den Einkommensunterschieden. Ich hoffe, das kommt nachher, das finde ich besonders unterhaltsam, um daraus eben Rückschlüsse zu ziehen und ja, wie könnte man es fast anders erwarten. Ein Punkt, der untersucht wird, auch mit Umfragen, wie ist die Einstellung der Menschen zur sozialen Marktwirtschaft, zu Unternehmertum? Ja, wir wissen es hier an der deutsch-französischen Grenze, also Frankreich ist jetzt eins der Länder, die besonders antikapitalistisch sind. Wir kommen da schon gleich hinten dran. Selbst die Amerika und die Schweiz, das ist interessant zu sehen, sind Länder, in denen ja, früher positiv besetzte Werte wie Unternehmertum, andere Freiheitswerte zurückgehen. Aber andere Länder sind da sehr viel aufgeschlossen. Das sind auch interessanterweise Länder, die wirtschaftlichen Erfolg haben. So hat er über 30 Länder besucht, redet dort auch mit liberalen Politikern, mit libertären Thinktanks, mit Ökonomen. Er liest auch unheimlich viel zu dem eigenen Land und daraus ist ein spannendes Buch entstanden, wo man auch über aktuelle Debatten viel lernen kann. Die deutsche Politik zu Südamerika und die Medienberichterstattung ist ja teilweise manchmal auch sehr einseitig. Also Argentinien ist ja von den Peronisten stark runtergewirtschaftet worden. Die Reformen, die der Präsident Milei anstößt, werden ja in Deutschland eher kritisch begutachtet. Das wird eventuell eins der interessanten Themen sein. Venezuela, ein ganz passendes Beispiel. Da war, was wenige nur wissen, eins der reichsten Länder vor 30 Jahren noch ungefähr, total abgewirtschaftet durch ein ja, sozialistisches und repressives System, was in deutschen Medien oft unter den Tisch fällt. Und insofern auch hier interessant. Aber auch wenn wir die mittel- und osteuropäischen Länder anschauen, die eine gewisse Transformation durchlaufen haben, ist es natürlich auch interessant, die Frage zu stellen, warum hat zum Beispiel Polen ganz andere Schlüsse aus dem Erbe von Sowjetunion und Kommunismus gezogen als andere Länder und hat damit besonderen Erfolg. Und es liegt eben auch daran, dass die Polen nicht nur besonders offen sind für Unternehmertum, für hartes Arbeiten, das kennen diejenigen von Ihnen, die mit polnischen Firmen zu tun hatten. Ich hatte auch früher im Pharmabereich oft in Polen unterwegs, gibt es eine starke IT-Industrie, eine starke Pharmaindustrie beispielsweise. Und ja, auch in Polen gab es in den 90er Jahren besonders marktwirtschaftliche Reformen, von denen Polen heute noch profitiert. Balcerewicz, der ja, Konstrukteur der Marktwirtschaft in Polen, in Mini-Teilen auch nochmal zurückgedreht, aber es ist eine der Grundlagen des wirtschaftlichen Erfolgs in Polen, der wir auch in Korea oder Vietnam sehen werden. Also insofern eine Reihe an spannenden Aspekten, über die wir heute viel lernen werden. Wir haben gerade eben schon im Vorgespräch gesagt,
wenn wir das Thema erledigt haben, können wir auch gern die saarländischen Besonderheiten diskutieren. Also er ist auch sehr interessiert an allen Debatten rund um Sarah Wagenknecht als für den zweiten Teil der Debatte, weil es ja auch gerade aktuell ist. Und wie auch immer erstaunt sind, dass ja auch aus der bürgerlichen Mitte viele denken, das BSW wäre irgendwie eine bürgerliche Partei. Also insofern ein spannender Tag und besonders schön finde ich, dass Rainer Zittelmann, der früher Maoist war, heute überzeugter Liberaler und marktwirtschaftlich denkender Unternehmer, wieder ja trotzdem so viel innere Überzeugung hat, dass er ja auch viel auf Reisen unterwegs ist und auch solche Umfragen übrigens viel Geld kosten. Er produziert auch Filme. Letztes Mal haben wir einen Ausschnitt gesehen, andere sind in der Planung. Also ja, auch das ist manchmal ein Zuschussgeschäft. Also insofern, die innere Überzeugung ist groß. Das ist ganz toll, dass Sie das machen. Und ich glaube, es ist einfach ja, wichtig, dass einfach nochmal der Nutzen von ökonomischer Freiheit dargestellt wird. Das ist nämlich ja nicht nur in Deutschland, sondern überall ein Stück weit auf dem Rückzug. Insofern umso schöner, dass Sie sich die Mühe machen, durch die Welt reisen und auch Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen internationalen Zeitungen mit Meinungsartikeln, Publikationen, Büchern und auch in den sozialen Medien hier ein Stück weit gegensteuern. Insofern freue ich mich auf den Vortrag. Nochmal herzlich willkommen, Rainer Zittelmann, und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke schön und danke für die Einladung. Ja, ich schreibe ja jedes Jahr ein Buch und dann komme ich auch jedes Jahr hierher. Ja? Und freue mich auch, dass ich wieder da bin. Und ja, heute geht es um die Weltreise. Danke auch, Herr Luxisch, für die Einführung. Mir wurde versprochen eigentlich, dass das dann... das ist das Buch, um das es heute geht. Und das sind die Länder, in denen ich war. Sie sehen, es fing an in der Schweiz, Georgien, Albanien, Polen, Chile. Das ist die Reihenfolge: Schweiz, Georgien, Albanien, Polen, Chile, Argentinien, Portugal, Vietnam, USA, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Tschechien, Bosnien, Slowakei, Serbien, Großbritannien, Griechenland, Schweden, Spanien, Mongolei, Südkorea, Italien, Rumänien, Niederlande, Bulgarien, Kolumbien, Nepal und ganz am Schluss war ich in Monaco. Ja? Also angefangen in einem der reichsten Länder der Welt und geendet in einem der reichsten Länder der Welt und zwischendrin aber auch in sehr armen Ländern gewesen. Und ja, warum habe ich das gemacht? Erstmal, der äußere Anlass war gewesen, mein Buch, wo ich auch schon hier drüber gesprochen habe, die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, ist in 30 Sprachen übersetzt worden. Und ich habe in jedem Land versprochen, ich fahre dahin und habe dann Interviews gegeben mit Zeitungen, mit Fernsehen und so weiter. Ja. Und habe dann aber gedacht, okay, das macht mir auch Spaß und das ist auch schön, in manchen Ländern findet man da viel mehr Beachtung als hier in Deutschland. Aber jetzt beim Reden lernt man ja nicht so viel, sondern lernt tut man ja, wenn man zuhört anderen Menschen. Und deswegen habe ich gedacht, ich kombiniere das einfach und mache auf der einen Seite die Promotion für mein Buch und sage dann aber, ich will Termine haben mit Unternehmern, mit Politikern, mit Ökonomen, auch mit ganz einfachen Leuten, um über das Land zu erfahren. Und habe auch, bevor ich in das Land gefahren bin, habe ich dann immer über die Geschichte von dem Land gelesen. Ich bin ja Historiker und deswegen denke ich, dass man auch ein Land nicht verstehen kann, wenn man nicht über die Geschichte liest. Also richtig studiert die Geschichte von dem Land, dann in dem Land mit den Leuten gesprochen und dann habe ich noch was gemacht, Herr Luxisch hat schon erwähnt, ich komme nachher noch mal näher drauf, Umfragen zum Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus, auch in einigen Ländern zum Image von Reichen. Warum habe ich das gemacht? Wenn Sie mit einzelnen Leuten sprechen, da können Sie ja nie so genau wissen, ist es jetzt eine Meinung gerade von einem, der denkt halt so wie ich und deswegen sprichst du mit dem, oder entspricht es dem, was hier in der Bevölkerung gedacht wird, oder sagt er vielleicht genau das Gegenteil, was die anderen denken. Wenn Sie so eine Meinungsumfragen haben, ist natürlich anders, dann haben Sie von vornherein schon ein Bild und wissen, so ungefähr denkt die Bevölkerung. Und
Das ist nur teuer. Das war das, was Herr Luxusch erwähnt hat. Also ich habe es mir ausgerechnet. Allein die Umfragen haben mich 660.000 Euro gekostet. Ich habe das in Deutschland mit Allensbach gemacht, weltweit mit Ipsos Mori. Das ist eines der angesehensten Meinungsforschungsinstitute. Aber ich wollte es auch mit wirklich renommierten Instituten machen. Ja, und die Reisen, die waren natürlich auch nochmal teuer. Zumal ich jetzt nicht in der Jugendherberge übernachte und auch nicht in der Holzklasse fliege. Also die ganze Sache hat schon 1,5 Millionen ungefähr gekostet. Das hat mir auch keiner ersetzt. Aber das gute andere, die viel Geld haben, die kaufen sich ein neues Auto. Ich habe dasselbe Auto seit 15 Jahren. Ich habe auch keine Yacht. Ja. Ich habe auch die gleiche Uhr wie vor 20 Jahren. Ich mache dann halt statt 2 neuen Autos, mache ich halt eine Umfrage. Und das bleibt dann auch und das macht mir halt mehr Spaß. Das ist der Hintergrund, also wie es zu der Reise kam. Ja, ich habe mal ausgerechnet, weil ich war immer wieder in Deutschland, allerdings nicht, wo ich... Wenn ich in Südamerika war, klar, da bin ich nicht dann nach Deutschland, sondern bin dann nach einem Land, nach dem anderen. Aber bin immer wieder zurück und dadurch kommen 260.000 Kilometer zustande, 30 Länder in 20 Monaten. Kreta wird es nicht gefallen, aber ich meine, ich habe es für eine gute Sache gemacht, für den Kapitalismus. Ja. Und da Kapitalismus ja, wie ich nachgewiesen habe, auch das beste Mittel ist für die Umwelt, ja, bin ich der Meinung, dass ich also auch tatsächlich einen Umweltbeitrag damit geleistet habe, trotz den vielen Meilen, die ich jetzt geflogen bin. In Georgien habe ich angefangen. Georgien, wissen wir, hat früher zur Sowjetunion gehört und es war super korrupt, wie natürlich viele Länder in Osteuropa. Und was haben die gemacht gegen die Korruption? Also erstmal, die haben alle 35.000 Polizisten rausgeschmissen von einem Tag auf den anderen. Alle. Die haben gesagt, die haben erst befürchtet, die Kriminalität wird höher werden, ist aber nicht passiert, weil die haben gesagt, die schlimmsten Gauner waren sowieso die Polizisten. Insofern hat das jetzt keine Verschlechterung gebracht. Ja. Und die haben dann 17.000 neue Polizisten eingestellt. Das war die erste. Wichtiger aber war noch, die haben damals sehr viele Regulierungen abgeschafft, sehr viele Vorgaben und Gesetze, die Unternehmen eingeschnürt haben. Warum ist es wichtig? Ganz logisch. Wenn du als Unternehmer mehr oder minder, klar, es gibt immer irgendwo Regeln, aber einfach mal machen kannst, ja? Oder wenn du immer zum Beamten gehen musst und musst bei jeder Sache fragen, darf ich das aber auch? Und der Beamte, der kann dir dann sagen, ja, der normale Weg, der dauert halt 3 Jahre für die Genehmigung, aber wenn da ein Briefumschlag rüberreicht, dann geht es auch in 3 Wochen. Ja? Dann ist natürlich diese Regulierung der Ansatzpunkt für Korruption. Und die sind dann in dem, es gibt so einen Korruptionsindex von Transparency International, da sind die massiv runtergegangen, damals vor allen Dingen durch diese beiden Maßnahmen. Und dann noch eine Sache, die man auch lernen kann. Ich weiß nicht, wer kennt von Ihnen den Ökonom Arthur Laffer, Laffer-Kurve? Ja, 2, 3 kennen es, einer der bekanntesten Ökonomen, der hat damals den Ronald Reagan beraten. Ich bin jetzt stolz drauf, weil für mein Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung für die englische Ausgabe hat er jetzt das Vorwort auch geschrieben. Also ein sehr bekannter Mann. Die Laffer-Kurve, was besagt die? Die besagt, wenn die Steuern senkst, nimmt der Staat mehr Steuern ein, was ein Linker nie verstehen wird. Ja? Was aber hier in Georgien genau passiert ist, die haben die Steuern massiv gesenkt, ja? Und die Steuereinnahmen haben sich zum Teil in manchen Steuerarten bis verzehnfacht. Ja, warum? Weil durch die Steuersenkung kam eine wirtschaftliche Dynamik zustande. Und das ist, weiß man auch aus anderen Ländern, zum Beispiel Schweiz, in Madrid war ich auch. Ja, da haben sie auch jetzt in Madrid selbst, die haben ja auch so eine Mischung von Steuern, da haben sie dann auch die Steuern gesenkt. Also nicht jetzt insgesamt in Spanien, aber in Madrid, ja, weil da ziemlich marktwirtschaftliche Leute waren. Und dann ist das Steueraufkommen massiv gestiegen. Also wie gesagt, das wird ein Linker nie verstehen und ein Grüner auch nicht, aber Georgien hat es halt gezeigt. Da gibt es auch eine libertäre Bewegung. Libertäre Bewegung, das sind also Leute, die sind so, sagen wir, ultraliberal, ja. Auch viele Verrückte dabei, so wie ich. Ja. Hier ist ein besonders Verrückter, so ein Professor, der leitet da die Libertäre Partei und die sind ja auch für Cannabis-Freigabe und haben dann hat er selbst angefangen, so Cannabis dann zu verteilen oder zu verkaufen. Ist dann auch ins Gefängnis gekommen da für ein paar Tage, aber hat seine Popularität bei jungen Leuten also gesteigert. Ja. Dann war verboten, im normalen Mehrfamilienhaus ein Bordell einzurichten. Dann haben sie demonstrativ ein Bordell eingerichtet, also kein echtes, aber so Sexspielzeug an Fenster gehängt, um gegen das Gesetz zu protestieren. Und
Was hat er noch gemacht? Ja, das Verrückteste war, die sind ja auch gegen die Wehrpflicht. Gut, da hätte ich schon mal einen Zweifel beim Land, was von 20% von Russen besetzt ist. Vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um über die Wehrpflicht zu diskutieren, aber die waren gegen die Wehrpflicht. Und dann habe ich auf einmal lauter Priester da kennengelernt. Da habe ich gesagt, ja, ich bin auch Priester. Ja, warum? Weil es gibt so ein Gesetz in Georgien, dass als Priester musst du nicht zur Bundeswehr, da hat er halt nicht zur Armee, und da hat er halt eine Religion gegründet. Und dann war jeder war auf einmal Priester gewesen. So, ja. Also schon verrückte Sachen. Daneben sehen Sie, das ist ein Freund von mir, der hat damals diese ganzen marktwirtschaftlichen Reformen gemacht. Und leider ist es aber auch in Georgien so wie in vielen Ländern, dass eine Zeit lang war tolle Reform, aber es wird Stück für Stück wieder zurückgedreht. Und Sie haben vielleicht gehört, jetzt waren die großen Massendemonstrationen gegen das, was man das russische Gesetz nennt. Und leider ist auch Georgien ein Land, was mal auf einem guten Weg war zu mehr Freiheit, aber leider manches, nicht alles, auch wieder zurückgedreht wurde. Albanien habe ich eine besondere Beziehung dazu. Warum? In meiner Jugend, der Herr Luksic hat es erwähnt, war ich Maoist. Also Maoist heißt, für uns gab es so zwei richtig tolle Länder auf der Welt, China und Albanien. Ja. Die Information, DDR waren da total dagegen, Sowjetunion auch, weil das war so nah, da wusste man, dass es Mist ist. Aber China war weit weg und Albanien auch irgendwo, da konnte man alles reinprojizieren. Und ich meine, die Information, die wir gehabt haben, ich habe aus damals, ich war 13 Jahre alt, das nur zur Erklärung, also die Sarah Wagenknecht, die war da schon wesentlich älter, wo sie ähnliche Positionen vertreten hat. Bei mir war das mit 13, 14 gewesen und da habe ich abends immer gehört, Radio Tirana. Ja, das war so eine halbe Stunde in deutscher Sprache. Sie hieß, hier ist Tirana, hier ist Tirana, mit einer Sendung in deutscher Sprache und dann gab es so Sendungen, die marxistisch-leninistische Weltbewegung wächst und erstarkt. Und aus China habe ich mal die Peking-Rundschau geschickt bekommen und da meine Informationen daraus bezogen. Ich hatte damals aber auch schon ein bisschen unternehmerischen Drive, weil ich habe damals eine Zeitung rausgegeben, also auch mit 13 Jahren, die hieß Rotes Banner. Und die musste ich jetzt auch finanzieren. Die wurde richtig gedruckt mit Offset-Druck und so. Und da habe ich dann habe ich von linken Buchhandlungen so Anzeigen besorgt und bin dann habe den Chinesen geschrieben, liebe Genossen, ich habe hier eine revolutionäre Schülerarbeit, machen wir, könnt ihr diese Bücher, die haben Bücher in deutscher Sprache gehabt und die Poster von Marx und Lenin und Mao, könnt ihr uns die kostenlos schicken, dann kann ich die verkaufen, kann ich damit meine revolutionäre Arbeit hier finanzieren. Er hat gesagt, das ist eine gute Sache, lieber Genosse, und haben mir dann die Sachen geschickt und ich habe dann meine Zeitung damit finanziert. Also, das ist lange her, jetzt bin ich 67, damals war ich 13, also ich wusste in Wahrheit nichts über Albanien und was ich vor allen Dingen nicht wusste, Albanien war damals das ärmste Land Europas. So bettelarm, dass es noch 1990 gab keine Ampel in Albanien. Heute gibt es eine ganze Menge. Warum? Weil es gab keine Privatautos. Ja? Es gab nur 1200 Autos überhaupt, die waren aber alle vom Staat. Und bei 1200 Autos im Land brauchen sie auch keine Ampel. So, das heißt, es war bettelarm, das Land. Und jetzt ist das Interessante. Der Diktator, den Sie hier sehen, hieß Enver Hoxha. Ja? Wo ich 13 war, habe ich so einen Texte von dem übersetzt, von Englisch auf Deutsch. Ja? Der war paranoid, weil er dachte, dass jederzeit die Sowjetunion oder die Kapitalisten kommen und mit dem Krieg. Und deswegen gibt es 200.000 Bunker in Albanien. Überall sehen Sie Bunker. Manche sind ganz klein, da passen nur 3 Leute rein. Ich wollte mal rein, aber da zog stunken, dass ich schnell wieder raus bin. Ja, der Bunker ist ein bisschen größer. Hier, das ist so ein Mausoleum, das hat seine Tochter gebaut, Pyramide. Das ist aber heute kein Enver-Hoxha-Mausoleum, da ist ein IT-Hub heute drin. Und das war sein Haus, wo er gewohnt hat, das gegenüber heute einem amerikanischen Westernbank. Also ich wollte da mein Buch vorstellen, weil mir das ein gewisses, sagen wir mal, Freude gemacht hätte, mein Buch pro Kapitalismus, aber da wurde es gerade renoviert. Ich habe es dann im Museum für kommunistischen Terror vorgestellt. Und jetzt ist aber so, was hat der Enver Hoxha gemacht? Der ist also selten raus aus Albanien. Nur mal, um den Stalin zu besuchen. Er war sonst, hat nichts von der Welt gesehen. Der ist aber auch selten aus einer Stadt raus, aus Tirana. Und der ist auch selten aus dem Reich, das hieß der Block, das war vielleicht wie 15 Fußballfelder groß. Ja. Da haben die ganzen vom ZK, die führenden Kommunisten, das war so wie eine gated community, abgesperrt. Da gab es gute Restaurants, da gab es auch gute Läden. Und da war dessen Haus und da hat er praktisch, was hat er gemacht den ganzen Tag? Natürlich nicht allein, sondern mit seinen Ghostwritern. Der hat insgesamt 65 Bücher geschrieben, wie toll der Sozialismus ist. Also das muss ich mir vorstellen, da ist ein Diktator, der sitzt im ärmsten Land Europas, ja, und sitzt den ganzen Tag und schreibt, wie toll der Sozialismus ist. Also wo ich dann nach Albanien bin,
ich hatte so ein bisschen Angst. Ein Freund von mir hat geschrieben, lass deine teure Uhr daheim im Schurkenstaat Albanien. Und ich war schon so ein bisschen ängstlich. Und dann habe ich gefragt, die Leute da, ja, wie ist das hier? Muss ich hier wirklich schauen? Nein, ist alles sicher, das sage ich. Aber wir kennen das anders. In Deutschland haben die Albaner, muss ich ehrlich sagen, nicht so das beste Image. Da sagt er, ja, erstens, viele von den Kriminellen sind ja bei euch, die sind gar nicht mehr hier. Ja, das ist schon mal beruhigend. Ja. Und das Zweite, hat er gesagt, ist so, guck, was, weißt du nicht, wie wir unser Geld hier verdienen? Da sage ich, nee, so genau nicht. Er sagt dann, ja, das ist doch die Hälfte von unserem Bruttosozialprodukt, das ist aus Drogenhandel und Drogenausbau. Du siehst doch hier die ganzen Maseratis so. Meinst du, die überfallen Touristen, um dem ein paar hundert Euro oder die Uhr abzunehmen? Das sind doch für die lächerliche Beträge. Nee, das ist hier sicher. Ja, mit sowas beschäftigen sie sich gar nicht. Die, so. Und das Traurige ist, das ist heute das Kolumbien Deutschlands, eine internationale Drogendrehscheibe, und die Regierung ist tief mit der organisierten Kriminalität, das ist eigentlich eins zusammen, ja. Und hier spreche ich, das ist der bekannteste Politiker, der war, ist jetzt der Opposition, und der hat mir, der war früher Präsident, hat mir dann lange erklärt, die Regierung, was als für Verbrecher und wie die mit der Mafia verbunden sind. Ja? Und zwei Monate später war er selbst im Gefängnis. Ja? Und dann habe ich die Leute gefragt, die ich kenne, die haben gesagt, die haben beide recht. Der hat recht, die anderen haben auch recht. Er sagt, die Politiker sind hier alle so. Und das ist traurig. Deswegen sind die Leute, die ich da kenne, sehr stark dafür, dass wir dass Albanien in die EU kommt. Gut, das ist auch keine Garantie, aber die sagen, das ist die einzige Hoffnung, weil von innen raus kriegen wir das hier nicht weg mit der Kriminalität. Und die jungen Albaner verlassen das Land. Also gibt inzwischen mehr Albaner, die außerhalb von Albanien leben, als in Albanien. Da sind irgendwo 2,5 Millionen Menschen noch, die in Albanien leben. Ja, und die leben in Italien oder in Deutschland oder was weiß ich wo. Also ein Beispiel für eine nicht richtig gelungene Transformation vom Sozialismus und Kapitalismus. Trotzdem muss man sagen, natürlich geht es den Leuten heute viel besser als damals. Und Sie sehen da moderne Hotels und gibt auch Autos sogar zu viel, kommen Sie nicht mehr vorwärts auf der Straße, und natürlich geht es den Leuten besser. Aber es ist nicht so, wenn man es jetzt mit Polen vergleicht, da komme ich nachher noch drauf, dann ist es in Polen halt doch viel besser gelaufen. So, Chile. Ich war ja in verschiedenen südamerikanischen Ländern, also in Kolumbien war ich, in Paraguay, in Uruguay, in Argentinien, wenn sie nach Chile kommen. Ich weiß nicht, wer war von Ihnen schon mal in Chile gewesen? Ja, doch, 2, 3 Leute. Ja. Da fühlen sich eher wie in Europa wieder. Das ist doch da schon am Flughafen, das wirkt europäisch. Ja. Es ist einfach viel entwickelter, moderner. Es ist nicht so ärmlich wie in Kolumbien jetzt oder in Argentinien. Warum? Weil die Chilenen das kapitalistischste Land von Südamerika waren, lang. Die sehen hier zum Beispiel die Armutsquote. Die Zahl stimmt nicht mehr. In Venezuela sind es jetzt inzwischen 80%. Ja. Da waren es in Chile 1,7% Arme und jetzt in Venezuela sind es 80% Arme. Und das heißt, die waren sehr erfolgreich mit Kapitalismus und haben dann trotzdem Sozialisten gewählt, ja, was im Prinzip schwer verständlich ist. Wenn die überall sehen, ist es arm und die sozialistischen Länder ist arm, und warum wählen die dann Sozialisten? Ja? Das hat halt viel damit zu tun, das sehen wir auch in Deutschland und auch in anderen Ländern, dass einfach die Menschen vergessen nach einer Zeit, warum sie erfolgreich geworden sind. Ja? Das habe ich also in vielen Ländern beobachtet und das können wir auch in Deutschland beobachten. Ja? Wir sind erfolgreich geworden mit Ludwig Erhard, mit Marktwirtschaft. Ach so, hell muss nicht sein. So. Nee, das ist zu hell jetzt, machen Sie wieder zurück. Mit Ludwig Erhard, mit Marktwirtschaft sind wir erfolgreich geworden. Dann haben wir angefangen mit immer mehr Staat, mit immer mehr Regulierung. Und irgendwann, Ende der 90er Jahre, waren wir der kranke Mann Europas. Und da hat dann der Schröder angefangen, marktwirtschaftliche Reformen, Steuern gesenkt von 53% auf 42%, Arbeitsmarkt liberalisiert und. Und die Arbeitslosigkeit war ein paar Jahre später halbiert und der Wirtschaft ging es gut, was ja nicht wegen der Merkel war, sondern sagen wir trotz der Merkel. Die hat halt davon profitiert, dass Herr Schröder die Reform angestoßen hat. Ja. Und die Leute vergessen es irgendwann und jetzt haben wir es auch wieder vergessen. Und ist dann in der Merkel-Zeit Stück für Stück, sind auch viele Reformen zurückgedreht worden, vor allen Dingen auch keine neuen Reformen gemacht worden. Und deswegen
Ich möchte mal das mit dem Bild vergleichen, weil das sehr wichtig ist, um zu verstehen, was in so Ländern oft passiert. Jetzt stellen Sie sich mal vor, da ist ein Mann, der ist jetzt fett, richtig fett, sagen wir mal 160 Kilo, aber nicht Muskeln, sondern Fett. Und er macht dann Diät, also hört auf Pizza essen, hört auf Schokolade, Eiscreme, diszipliniert. Am Schluss hat er eine super Figur, so wie ich zum Beispiel, ja, wiegt vielleicht nur noch 80 Kilo. Und ein Jahr später denkt er dann, ich habe ja keine Figurprobleme, warum soll ich nicht meine Pizza essen? Ja, kein Problem, hab ja keine Gewichtsprobleme. Isst eine Pizza, was passiert? Nix. Ist ja nicht so, dass der am nächsten Tag dann aufwacht und ist fett. Man denkt, ah, gut, am nächsten Tag esse ich noch eine Pizza, vielleicht zum Nachtisch noch ein Eiscreme und. Nach einem Monat wiegt er vielleicht statt 80, 82 Kilo, aber ist auch keine Tragödie. Ich meine, immer noch eine gute Figur und macht immer weiter. Wir wissen, wie das endet. Und so ist auch genau, er hat vergessen, wo er sagt, ich habe ja keine Figurprobleme, warum er keine Figurprobleme hat, weil er halt diese Diät gemacht hat. Ja? Und das vergessen die Leute nach einer Zeit und fallen wieder in den alten Trott zurück. Und das können Sie also auch in Chile beobachten. Und es fing dann auch an mit einer großen Propaganda gegen die Reichen. Ich habe hier ein Buch gemacht, da ist mir was in Chile gelungen, was mir in Deutschland noch nicht gelungen war, nämlich mehrere Wochen Platz 1 der Bestsellerlisten, dieses Buch mit dem Schwein drauf. Das habe ich mit Axel Kaiser, das ist außerdem Millet, der bekannteste Libertäre in Südamerika. Deswegen war es auch Nummer 1, nicht wegen mir, sondern weil der hat vorher schon Bestseller gehabt. Aber zwar, ich habe die geschickte Idee gehabt, ich habe gedacht, der ist Bestsellerautor, also mache ich mit ihm zusammen ein Buch, dann bin ich auch Bestsellerautor in Chile. Das hat also funktioniert. Und hier bin ich vor dem Denkmal von Allende, Jan, der wird ja heute noch verehrt, der sozialistische Präsident Boric, der hat als erstes, wo er vereidigt wurde, ist er dahin und hat das Denkmal geküsst. Ja. War schwachsinnig. Ich meine, der Allende, der hat in 2-3 Jahren Chile total runtergewirtschaftet. Das war eine absolute Katastrophe. Ja. Danach gab es dann die Diktatur von Pinochet, die politisch sehr, sehr schlimm war, wo auch Menschen gefoltert wurden und so weiter, die aber wirtschaftlich, marktwirtschaftliche Reformen gemacht haben. Und dann ist eines der wenigen Beispiele, wo dann Diktator tatsächlich abgewählt wurde. Ja. Er hat halt falsch eingeschätzt, er dachte, er ist populär und hat eine Abstimmung gemacht und am Schluss ist er gegen ihn ausgegangen. Und dann hat er nicht wie der Maduro oder so das gefälscht und ist dann abgetreten. Aber die Nachfolger dann demokratisch, egal ob jetzt eher links oder rechts, haben erstmal den kapitalistischen Kurs beibehalten, ja, in der Wirtschaft. Und das war der Grund, warum es dem Land halt so gut ging. Jetzt gab es dann großen Kampf um eine Verfassung. Die haben versucht, dann so eine linke Verfassung zu etablieren. Sind aber damit nicht durchgekommen. Ich habe ja von der Umfrage erzählt und ich will kurz was zu der Umfrage sagen. Wir haben jetzt nicht einfach gefragt, finden Sie Kapitalismus gut oder schlecht, sondern wir haben erst mal 6 Fragen gestellt, wo das Wort Kapitalismus gar nicht vorkam. Warum? Weil für viele Leute ist halt schon das Wort an sich so schrecklich, dass die also schon wegen dem Wort dagegen sind. Und ich wollte herausfinden, wie viel hat es mit dem Wort zu tun und wie viel, wofür das eigentlich steht. Ja? Und hier, das ist jetzt das Ergebnis, wenn man das Wort nicht verwendet. Ja? Und da sehen Sie also an der Spitze das marktwirtschaftlichste Land, wo die Menschen also am marktwirtschaftlichsten denken, ist Polen. Klar, die haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch einen Film gemacht, den können Sie kostenlos sehen bei YouTube, Poland from Socialism to Prosperity, wo ich das gezeigt habe. Ich komme nachher noch drauf. USA. Tschechien auch, erfolgreiche Reformen. Dann kommt hier Südkorea. Südkorea ist auch kein Wunder, weil Südkorea war in 60er Jahren so arm, wie heute die ärmsten afrikanischen Länder sind und ist heute ein blühendes Land. Da habe ich Shoppingcenter gesehen, die sind so modern, wie ich es in Deutschland noch nicht gesehen habe. Das ist auch eines der führenden Exportnationen. Also während im Norden, da hungern sie immer noch mit ihrem Diktator Kim. Japan, wissen wir auch, Erfolgsgeschichte. Argentinien, da gab es dann manche Schlaumeier, einen, den kennen auch beide, Luxic, der hat dann auf Twitter geschrieben, ja, das sieht man, die Umfrage ist doch fragwürdig, weiß doch jeder, dass die Argentinier alle peronistisch sind und angeblich sollen die für die Marktwirtschaft sein. Ja. Ich habe auch selbst, muss ich zugeben, auch im ersten Moment einen Zweifel gehabt, stimmt die Umfrage denn, dass die Argentinier so pro-marktwirtschaftlich sind? Ja? Nur 1,5 Jahre später haben sie den Millet gewählt. Und da war ich praktisch, ich habe schon vorher gewusst, ja, dass da schon ein Wandel war in Argentinien. Ja. Chile auch. Dann denkt man, Chile, ich habe ja eben noch erzählt, dass die so
von der Wirtschaftsstruktur kapitalistisch sind, aber hier eine Umfrage hat man den Antikapitalismus schon gesehen, weil die dann hier stehen, ja, also jede Zahl praktisch größer als 1 ist promarktwirtschaftlich und geringer als 1 ist antimarktwirtschaftlich. Ja. Und klar, 3 Monate nach der Umfrage haben die dann Sozialisten gewählt, sodass ich sogar sagen kann, das ist wie eine Art Frühindikator, ja, dass man schon teilweise vorher sieht, was dann später passieren könnte. Ich habe gesagt, diese erste Grafik, dass es nur die Zahlen waren, wenn ich das Wort Kapitalismus nicht verwendet habe. Aber ich habe ja insgesamt 34 Fragen gestellt und bei den 34 Fragen, da waren dann auch andere, zum Beispiel so ein Assoziationstest. Was verbinden Sie mit dem Wort Kapitalismus? Fortschritt oder Klimawandel oder Korruption oder Wohlstand, ja, positive, negative Begriffe und ganz viele, also insgesamt 34 Fragen gestellt. Und das ist das Gesamtergebnis, da sehen Sie das so ähnlich wie das andere, aber auch nicht identisch. Polen wieder an erster Stelle, klar, USA zweite, Südkorea, Japan, dann kommt ein Land, wo man sich wundert, Nigeria. Ich sage Ihnen eins, die Nigeria, da konnte ich zwar nicht hinfahren, weil ich mich nicht impfen lassen wollte, ich habe einen Vortrag gehalten, dann per Zoom, die sind schlauer als wir in mancher Hinsicht. Ja, zum Beispiel in Deutschland, die Aussage, Kapitalismus hat das Leben von vielen einfachen Menschen in Ländern verbessert, war die am geringsten unterstützte Aussage in Deutschland mit nur 15% Zustimmung. Dagegen die Aussage, Kapitalismus ist verantwortlich für Hunger und Armut, haben 3-mal so viel zugestimmt. In Nigeria war das nicht so. Die wissen, dass es Quatsch ist. In Nigeria, für die ist das Wort Kapitalismus ein super Wort. Das ist Hoffnung. Ja, Hoffnung, dass ihr Leben mal so sein könnte wie in Europa oder wie in Amerika. Also wenn Sie da das Wort Kapitalismus verwenden, auch in Uganda sehen Sie das Gleiche, ja, ist es ein positives Wort. Deswegen also hier Nigeria, wo man sich vielleicht wundert. Tschechien, dann Vietnam komme ich nachher noch drauf. Argentinien habe ich schon gesagt, Uganda auch. Schweden, wundern sich manche vielleicht, warum sind die Schweden promarktwirtschaftlich? Manche denken, die Schweden sind sozialistisch. Absoluter Quatsch. Die Schweden, die waren mal, das stimmt, in den 70er Jahren, da haben die Steuersätze zum Teil über 100% gehabt, das war ein absoluter Wahnsinn. Demokratischer Sozialismus hat sich das genannt. Die sind damit aber an die Wand gefahren, haben dann Reformen gemacht. Und ja, die Einkommensteuern sind immer noch ziemlich hoch in Schweden, das stimmt. Aber zum Beispiel, die haben die Erbschaftssteuer abgeschafft, die haben die Schenkungssteuer abgeschafft, die haben die Vermögensteuer abgeschafft und haben ziemlich viel liberalisiert. Und wenn Sie gucken, es gibt einen Index of Economic Freedom. Wer hat schon mal was davon gehört? Wer kennt es? Index of Economic Freedom. Können Sie mal googeln. Das ist ganz interessant. Das ist, alle Länder der Welt werden geratet. 180 Länder ist auch kostenlos. Ich drucke mir das jedes Jahr aus und lasse es dann binden im Copyshop. Das sind 500 Seiten und da kann man so sehen, ungefähr wie wirtschaftlich frei ist ein Land oder nicht. Ja? Wer hat eine Ahnung, wer von denen, die jetzt nicht den Index vielleicht kennen, was sind die wirtschaftlich freiesten Länder der Welt? Wer hat da so eine... Was würden Sie tippen? Also die kapitalistischen Länder, anders gesagt. Wer hat einen Tipp? Wer könnte? Also Sie wissen, Sie kennen den Index, ja, genau. Also Sie kennen den Index, Singapur, Schweiz ist genau richtig, die sind oben. Ja? Und wer ist ganz unten dann, am letzten Stellen? Nordkorea und Kuba und Venezuela. Ja? Venezuela, wissen Sie ja, war 10, 15 Jahre das Wunderland für, können wir nachher noch reden, von Sarah Wagenknecht, die hat sogar ein Buch rausgebracht, Hallo, Kommandante, ja, das ist über den Chavez und die hat uns sogar empfohlen noch, wir sollten von Venezuelas Wirtschaftsmodell lernen. Zum Glück, ja, jetzt sind wir ja schon dabei und machen das schon so ein bisschen. Herr Habeck, der macht das ja schon, also insofern Empfehlung angekommen von Frau Wagenknecht. Ja. Aber sagen wir mal, wenn Sie wissen, dass in Venezuela heute die Menschen so arm sind, dass schon ein Drittel der Bevölkerung geflohen ist. 8 Millionen sind schon geflohen aus Venezuela. Also weiß nicht, ob das so ein guter Tipp war, wir sollen das Wirtschaftsmodell von Venezuela übernehmen. Aber ich habe jetzt deswegen darüber gesprochen, weil, wenn Sie zum Beispiel die USA denken, viele superkapitalistisch, nein, USA sind nur auf Platz 25 in dem Index, ja, während zum Beispiel Schweden ist Platz 9. Das heißt, Schweden ist ein wirtschaftlich freieres kapitalistisches Land als die USA. Das heißt, da werden manche
Ja, manchmal hat man so ein Image, das ist genau wie in der Schule. Wenn sie früher, ich war immer der Böse, und wenn irgendwas kaputt gemacht wurde, wurde gesagt, das war der Zittelmann, es hat auch eine Zeit lang gestimmt. Und wo ich mich dann gebessert hatte, wo dann was wieder kaputt gemacht wurde, da war ich es immer noch gewesen. Also so ein Image, habe ich da gemerkt, hängt einem halt länger an, als es gerechtfertigt ist, im Guten und im Schlechten. Weiß jeder von Ihnen auch. Manche denken ja noch außerhalb von Deutschland, hier laufen sie alle mit der Pickelhaube und preußischer Disziplin rum, und ansonsten trinken sie ein Maß im Bierzelt oder so, ja, was auch nicht mehr überall so ist in Deutschland. Das heißt also, Schweden ist also, deswegen hat mich nicht gewundert, dass die Schweden doch sehr pro-marktwirtschaftlich eingestellt sind. Argentinien, ja, besonders interessanter Fall. Was viele nicht wissen, Argentinien war vor 100 Jahren eins der reichsten Länder der Welt. So wie die USA ungefähr. Ja. Es gab damals sogar so ein Sprichwort, das hieß reich wie ein Argentinier. Dann kamen die Peronisten, Staat, 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 immer mehr Beamten schaffen, immer mehr Beamten, und haben über Jahrzehnte das Land runtergewirtschaftet. Also ich war jetzt jedes Jahr in Argentinien in den letzten Jahren. Ja. Da wissen Sie wirklich, was Inflation heißt. Da können Sie ja keine Darlehen oder so aufnehmen. Ja. Und kriegen so einen Haufen Scheine, das dauert ewig lang, dann da zu bezahlen mit den Scheinen. Die Leute, die tauschen das dann alles irgendwo, da gibt nirgendwo so viel Dollar auf der Welt, außerhalb der USA, wie in Argentinien, weil keiner will diese scheiß Pesos behalten, die ja wertlos sind. Ja? Und da hat mir ein Ökonom so ein Buch gezeigt, das ist noch eindrücklicher, wenn man es mal sieht, da war so eine Statistik über die Inflationsraten. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen ist hier vor 1945 geboren? Im Raum. Gibt es einen? Einer? Ja, sieht gar nicht so alt aus. Also, ja, aber so. Also Sie sind der Einzige, der jetzt keine zweistellige Inflation sein Leben lang erlebt hätte, weil alle anderen hier hätten ihr Leben lang, weil es gab in jedem Jahr seit 1945, mit Ausnahme 90er Jahre, da war kurz der Peso an Dollar geknüpft, in jedem Jahr zweistellige Inflation. Stellen Sie sich mal vor, außer dem einen Kollegen hier, hätte niemand in seinem Leben jemals was anderes kennengelernt. Das ist Argentinien, also total runtergewirtschaftet. Und Sie wissen ja, jetzt ist da der Javier Milei, der sich als Anarchokapitalist bezeichnet, der ist Ökonom, der ist ein sehr kluger Mann. Ich habe gerade einen Vortrag von ihm gehört, der war jetzt hier in Hamburg, weil er die Hayek-Medaille verliehen bekommen hat. Sehr belesen, ja, sehr belesener Wissenschaftler, aber er wird oft verglichen mit dem Trump und mit dem Bolsonaro, weil er so einen populistischen Stil hat, halt, wie er spricht, vielleicht sogar noch verrückter als der Trump. Geht, sehen Sie, also der Milei, hat mal jemanden Auftritt gesehen von dem Milei? So, ja, also der bringt eine Kettensäge immer mit, ja, um zu zeigen, was er alles kaputt machen will, und ist sehr extrem in dem, wie er auftritt. Aber ich würde nicht mit dem Bolsonaro oder mit dem Trump vergleichen. Ich meine, ich glaube nicht, dass Herr Trump jetzt irgendwo da liest und sitzt und wirtschaftswissenschaftliche Bücher liest. Also der guckt lieber dann irgendwo so Wrestling-Wettbewerb oder so. Ja. Und vielleicht hilft jemand, wie es zu Ende geht. Sonst schalten Sie es einfach mal ganz aus, wenn nichts mehr hilft. Ich habe mal einen Vorschlag, Sie gehen mal mit dem Kollegen raus und machen das Ganze in Ruhe, dann müssen Sie... Ah, gut, okay, hat ja auch doch geklappt. Also, der Milei ist ja jetzt zum Präsident gewählt worden. Und ich habe ja schon vorgesehen, dass die Stimmung sich geändert hat. Und ich habe auch gemerkt, ich war ja schon 2 Jahre, bevor der gewählt wurde, da und habe Vorträge gehalten in verschiedenen Städten. Und da habe ich schon gesehen, dass die Leute in Argentinien, auch die jungen Leute, Sie müssen also wissen, der Milei wird von jungen, armen Menschen vor allen Dingen unterstützt. Von jungen, armen Menschen, insbesondere von Männern, auch Frauen, aber die Älteren, die sind nicht so auf seiner Seite. Und ich meine, in Argentinien, das ist noch schlimmer als in Deutschland mit dem, ich habe das Recht, alles vom Staat zu bekommen. Ja, das ist so irgendwo die Philosophie, mein Recht auf kostenlos dies und das und das, und der Staat ist für alles zuständig. Das ist also da die Philosophie. Und ich habe jetzt zum Glück die Begabung, auch vor jungen Menschen so die Vorträge zu halten, anders als manche Libertäre, die haben dann so abstrakt, hier ist ein Hayek-Zitat, hier ist noch eins von Mises, hier ist die Preistheorie. Das ist natürlich für die meisten jungen Leute jetzt nicht so attraktiv verständlich.
Ich weiß noch einmal, das war ein lustiges Ereignis, da war ich in einer Stadt in Argentinien und da saß in der ersten Reihe so ein junger Mann, die waren alle Anfang 20, der sah jetzt nicht so besonders gut aus. Da habe ich gedacht, der hat wahrscheinlich keine Freundin. Da bin ich so zu ihm hin und habe gesagt, hier, hör mal zu, hast du überhaupt eine Freundin? Da sagt er, nee. Da habe ich gesagt, wünschst du dir eine richtig hübsche Freundin? So, oh ja, hat er gestrahlt, so ja. Da habe ich gemeint, ja, und was denkst du denn, wer bringt dir denn jetzt die hübsche Freundin? Der Staat, die Regierung? Und da hat er gelacht, hat gesagt, nee, glaube ich nicht. Da habe ich gesagt, dann, was denkst du, wer ist denn verantwortlich, für dass du jetzt diese hübsche Freundin kriegst? Da sagt er, ich glaube, das bin ich. Da habe ich gesagt, siehst du, mehr gibt es nicht zu wissen. Klassisch liberale Philosophie, das ist nämlich nicht nur mit der Freundin so, das ist mit allen wichtigen Dingen im Leben. Verlass dich nicht auf den Staat, auf die Regierung, sondern das bist einfach nur du. Und das hat den Leuten eingeleuchtet. Ja. Und das heißt also, ich war da verschieden in Argentinien, jetzt hat er ja angefangen mit den Reformen, hat auch die Inflation, die war also im Monat 25%, nicht im Jahr, im Monat, wo er dran gekommen ist, jetzt ist es bei 4% im Monat, also schon deutlich gesunken, aber manches ist auch schlechter geworden. Ja? Also das habe ich gleich prophezeit vorher. Für die Armen ist die Situation vorher nicht einfach gewesen und ist jetzt auch nicht einfach. Ja? Was er gut gemacht hat, in Argentinien war es so, die Armen haben nicht direkt die Kohle gekriegt vom Staat, sondern da waren so linke Organisationen dazwischen geschaltet. Die haben das Geld bekommen, sollten es an die Armen verteilen, haben aber erstmal kräftig in die Eigentasche gesteckt. Denn Milei hat gesagt, ihr kriegt überhaupt nichts mehr, was die natürlich, da sind die ausgerastet und sind dann auf der Straße protestiert, haben gesagt, die Armen kriegen kein Geld mehr. Nee, der hat es den Armen direkt gegeben, hat gesagt, ihr seid jetzt ausgeschaltet aus dem Ding. Zum Teil haben die Armen doppelt so viel, wie sie vorher hatten. Aber insgesamt, es ist halt so, wenn in Jahrzehnten Land runtergewirtschaftet ist, kannst du nicht erwarten, das im halben Jahr irgendwo in Ordnung zu bringen. Und das, ich war jetzt gerade in Argentinien vor 3 Wochen, weil da ist mein Buch über Polen und Vietnam rausgekommen. Der Regierungssprecher von Milei hat auch das Vorwort geschrieben. Und ich habe immer nur eine Botschaft gehabt. Also ich habe mit allen führenden Zeitungen Interviews in Argentinien und ich habe gesagt, ihr müsst Geduld haben. Das ist wie in Polen, ich vergleiche es nochmal nachher. Polen war ganz ähnlich, Ende der 80er Jahre, die hatten eine ähnlich hohe Inflationsrate, 700% fast, die hatten extreme Schulden wie die Argentinier, Polen war das am dritthöchsten verschuldete Land der Welt damals, ja. Die haben extremen Staatseinfluss gehabt, also war vieles ähnlich und dann war auch ein Professor, komme ich nachher noch zu, für Wirtschaftswissenschaften, Balcerowicz, der hat diese Reformen gemacht und der hat genau die gleichen Überzeugungen gehabt wie der Milei. Hayek und Mises, so war die Welt, anderer Typ. Der Balcerowicz, den kenne ich gut, er ist so, wie sich ein typischer Professor vorstellt. Also der kommt da ohne Kettensäge und schreit auch nicht rum. Ja? Aber so vom Inhalt her ähnlich. Und deswegen habe ich gesagt, Polen zeigt euch 2 Dinge, habe ich den Argentiniern gesagt. Erstens, es funktioniert. Aber zweitens wird erst mal 2 Jahre schlechter, bevor es besser wird. Und entweder habt ihr die Geduld mit dem Milei, und da habe ich so meinen Zweifel. Jetzt ist noch gut, 55% laut Umfragen stehen im Moment hinter dem Milei, alles noch gut, aber ob das auch noch in einem Jahr so ist, wenn dann Dinge, ja, wenn es nicht so schnell geht, wie sich Leute vorstellen, das ist für mich das große Fragezeichen. Hoffen wir, dass es funktioniert, weil wenn es funktioniert, da gibt es zuerst in Südamerika überall eine kapitalistische Revolution. Ja? Wenn es nicht funktioniert, und jemand wie der Luxus und ich, wir kommen dann mit unseren marktwirtschaftlichen Ideen, da sagen Leute, guck mal da, alle Schwachsinn hast du gerade gesehen in Argentinien mit dem Milei, ja, funktioniert ja nicht. Also da hängt schon viel von ab, was jetzt in Argentinien ist. Was ist die Bedingung, dass es so Reformen gibt? Da sage ich 2 Sachen dazu. Manche denken, ein Land muss erstmal komplett an die Wand gefahren werden, bevor es besser wird. Stimmt auch in gewisser Weise. Ja. Also Reformen werden selten gemacht, weil irgendeiner aufwacht und sagt, ja, man könnte es eigentlich noch besser machen, als es im Moment ist. Ich habe hier so marktwirtschaftliche Reformen. Das kenne ich nicht, das Beispiel. Das war immer so, zum Beispiel Ende der 70er Jahre in Großbritannien, wo die Thatcher kam. Das war absolut der kranke Mann Europa, Schulden, Streiks, Inflation. Ja. Es war immer irgendwo mehr oder minder vor die Wand gefahren. Ja. Also sagen wir, Habeck braucht noch ein paar Jahre, der ist ziemlich schnell damit, ja, aber gibt dem noch ein paar Jahre, dann kriegt er das auch hin. Das macht er erstmal die Automobilindustrie mit der von der Leyen kaputt, die Merkel hat ja schon angefangen und dann irgendwann ist man auch, ja, aber dann denken die Leute, dann ist automatisch, dann auf einmal wählen dann alle die Leute den Herrn Luxic und die FDP 51%, und das stimmt halt nicht, ja, weil
Geschichte ist kein Hollywood-Film mit einem garantierten Happy Ending. Das kann auch immer schlimmer werden. Ja, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Herr Luxisch hat vorhin erwähnt, Venezuela. Venezuela war 1970 eins der 20 reichsten Länder der Welt. Haben die angefangen, immer mehr Regulierung. Ja? Da ist schon schlechter geworden, ja, aber noch nicht ganz schlimm. Dauert ja eine Weile. Ja? Wenn Sie einen Flugzeugträger und ein kleines Loch reinmachen, sinkt der auch nicht gleich runter. Der fährt auch noch eine Zeit lang weiter. Aber irgendwann. Ja? So, und so war es auch in Argentinien. Und dann ist aber nicht so, dass dann das zum Besseren wurde, sondern die haben dann den Hugo Chavez gewählt, also wie gesagt, großes Vorbild von Sarah Wagenknecht, und der Hugo Chavez, der hat es dann komplett runtergewirtschaftet. Also die hatten 1 Million% Inflation, 1 Million heute nicht mehr, ja, aber inzwischen, wie gesagt, die Bevölkerung, 80% sind in Armut, ja, die Leute sind richtig arm. Ich habe viele getroffen, die jetzt heute in Argentinien leben zum Beispiel. Ein Drittel der Bevölkerung ist geflohen und die Demokratie wurde halt dann auch abgeschafft als nächstes. Ja, das ist dann immer die Gefahr, dass erst wird die wirtschaftliche Freiheit abgeschafft und dann wird die politische Freiheit abgeschafft hinterher. Ja. Das ist die traurige Geschichte von Venezuela. Und das heißt, es ist nicht so, will ich mit dem Beispiel sagen, wenn es ganz schlimm wird, dass es automatisch besser wird. Ich meine, wir wissen es ja aus Deutschland. Wir haben die Weltwirtschaftskrise gehabt, dann wurde Hitler gewählt. Also es kann immer, schlimmer geht immer, heißt es in der Geschichte. Ja, schlimmer geht immer. Also die erste Bedingung, Mathematiker würde sagen, notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung ist, das Land muss an die Wand gefahren sein. Das zweite ist, es muss im Geistigen eine Wende erfolgt sein. Das ist doch so, wie wenn Sie jetzt Ihr Leben ändern wollen, das weiß jeder, müssen Sie erst, Neudeutsch nennt man es den Mindset, müssen Sie ändern, wie Sie denken. Ja? So, sonst können Sie auch Ihr Leben nicht ändern. Also so ist es auch beim Land. Ja? Wenn ein Land sich ändert, muss zuerst das Denken geändert werden. Und dann braucht man auch noch irgendeinen Politiker. Ja, da kann einer wieder Reagan, Schauspieler oder der Mann mit der Kettensäge, brauchen Sie auch noch, der gut reden kann. Ja? Aber der Politiker ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Sie erstmal die Änderung denken. Und das machen so Think Tanks. Ja? Das war in Großbritannien so, ich kenne die ganzen Leute, Adam Smith Institute, Institute for Economic Affairs, das war in den USA so, Milton Friedman, Cato Heritage Foundation, das fehlt in Deutschland. Ich habe versucht, sowas zu gründen hier. Ja. Ich bin ja sowas wie ein Ein-Mann-Think-Tank und ich glaube, ich bewege auch mehr als viele, die finanziell also besser ausgestattet sind. Aber ich kann jetzt nicht auf die Dauer diese ganzen Umfragen-Sachen selbst finanzieren. Ja. Ich meine, sonst schreibe ich irgendwann mal ein Buch und halte einen Vortrag bei Ihnen, wie man arm wird mit Forschung und Kapitalismus-Promotion. Ich glaube, den Vortrag, ich weiß gar nicht, ob da viele kommen würden. Auf jeden Fall habe ich auch keine Lust, das Buch zu schreiben. Ich erzähle es deswegen, weil neulich habe ich das gleiche erzählt, wo ich bei den Hayek, und danach kam einer, ein Unternehmer zu mir, zu sagen, Sittelmann, was Sie machen, gefällt mir, ich möchte Sie unterstützen, ja, und jetzt finanziert er mir hier die Hälfte von dem Film über Vietnam. Vielleicht ist heute auch einer dabei, weil wie gesagt, allein, ich habe viel Geld verdient als Unternehmer, aber das langt auch noch ein paar Jahre, aber ich will ja noch, meine Oma ist 106 geworden, ich bin jetzt 67, also wenn ich das auch, da habe ich noch ein paar Jahre vor mir. So. Und selbst wenn ich die 106 nicht erreiche, dann vielleicht doch noch 3 Jahrzehnte, das sollte das Geld reichen, was ich verdient habe. So, das heißt also, Sie brauchen, das Land muss an die Wand gefahren sein wie in Argentinien und die Think Tanks, die waren sehr aktiv in Argentinien. Ich kenne die ganzen Leute von diesen Think Tanks da, die haben jahrelang sehr geduldig immer irgendwo was getan, um die Meinung zu ändern. Und dann braucht es noch einen Politiker, der dann auch für die breite Masse irgendwo das gut formuliert. USA Freedom Fest, das ist hier diesen Film, den haben wir, glaube ich, nicht hier gezeigt, oder? Live Behind the Berlin Wall, da bin ich stolz, da habe ich einen Award bekommen. Da sehen Sie mich, wie ich hier feiere mit meiner Freundin, war ich stolz. Freedom Fest, da sehen Sie noch den Steve Forbes, kennen Sie auch, der von Forbes Magazine, ist auch einer, nicht finanziell, aber der mich so unterstützt mit zum Beispiel, dass ich da bei dem Freedom Fest auftreten konnte und Vorträge halten konnte, hat der mir vermittelt, weil er auch ein Fan ist von meinen Büchern. Und dieser Film, den habe ich gemacht, weil die jungen Leute oft nichts mehr wissen und schon außerhalb von Deutschland gar nicht, über was wirklich Sozialismus wirtschaftlich heißt. Ja. Zum Beispiel, ich frage die Leute oft, wenn ich so im Ausland bin, was denkt ihr, wie lange man in Ostdeutschland auf ein Auto warten musste? Wenn ich schon so frage, war lang, 3 Monate, ja.
Nee. Ja, das kürzeste war 12,5 Jahre, das längste 17 Jahre. Das sind die Fakten. Ja? Und dann am Schluss, was hast du bekommen? Nee, kein Mercedes oder BMW. Die DDR war ja für berühmt das schlechteste Auto der Welt produziert. Danach haben sie einen Trabi bekommen dann. Ja? Und ja, das war, was viele nicht wussten, dass noch Ende der 80er Jahre 16% hatten ein Telefon, in Westdeutschland 99%. Oder zum Beispiel Toilette, ja? 27% in der DDR hatten keine eigene Toilette, sondern mussten sich teilen im Mehrfamilienhaus mit anderen Leuten. Wissen viele gar nicht. Die jungen Leute gar nicht. Warum? Weil wird in der Schule nicht behandelt. Deswegen habe ich einen Film gemacht und da den Preis für bekommen. Und ja, der Steve Forbes, der hat auch so eine Gemeinsamkeit mit mir. Der nennt das, wo wir heute hingehen, den Modern Socialism. Der alte Sozialismus war, ich verstaatliche alles. Das haben die aber irgendwann gesehen, dass es nicht funktioniert. Heute machen sie es ein bisschen anders. Formal bleibst du Eigentümer, aber der Staat sagt dir, welche Autos du produzieren darfst und welche nicht. Sprich, Verbrennermotor aus und so. Der sagt dir auch, welche Heizung du einbauen darfst und welche nicht. Also der Staat bestimmt am Ende, du bist zwar formal, der sagt auch, wie viel Miete du nehmen darfst und wann du deine Wohnung renovieren musst und so weiter. Ja, also du bist formal Eigentümer, aber eigentlich die Verfügungsgewalt über das Eigentum wird ja Stück für Stück weggenommen, weil das macht der Staat. Und das ist der Unterschied vom modernen Sozialismus zum altmodischen Sozialismus. Vietnam, ja, habe ich eine Beziehung, vietnamesische Liebe habe ich geschrieben, weil es eine der längsten Beziehungen in meinem Leben. Also ich habe ein Buch geschrieben über Polen und Vietnam. Es hat auch einen wirtschaftlichen Grund, aber hat auch einen persönlichen Grund, weil die längsten Beziehungen, die ich hatte in meinem Leben, war mit einem Frau, deren Eltern kamen aus Polen, bei der anderen kamen die aus Vietnam. Deswegen habe ich also zu dem Land auch eine Beziehung schon gehabt und auch was über das Land gewusst. Und in meiner Jugend, klar, da war der Vietnamkrieg, da habe ich auch die Broschüren von der Befreiungsfront für Vietnam bei uns an der Schule verteilt und so. Aber ich war halt nicht in Vietnam gewesen, jetzt war ich da. Also das erste Mal abenteuerlich die Straße überqueren, ist also eine echte Herausforderung. Wer war mal in Vietnam gewesen von Ihnen? Ja. Also können Sie bestätigen, über die Straße gehen, nicht so einfach, weil da müssen Sie schon, wenn Sie älter sind, also allein geht nicht, weil da nimmt keiner Rücksicht, wenn Sie anfangen zu laufen. Da sind 80% Mopeds, Motorräder und die fahren Teufel drauf los, egal ob da einer über die Straße gehen will oder nicht, völlig uninteressant. Die fahren weiter. Ja. Was viele nicht wissen, Vietnam war 1990 das ärmste Land der Welt. Das ärmste Land der Welt. Ärmer als alle afrikanischen Länder. Warum? Die haben ersten Krieg gehabt, nicht den einen Krieg, den wissen alle mit USA. Die haben auch Krieg gehabt mit Frankreich, mit Japan, mit China. Und dann, was der Krieg nicht kaputt gemacht hat, haben sie mit der Planwirtschaft kaputt gemacht. Dann auch. Und das war alles am Ende. Also die Menschen, die Kinder mussten stundenlang, manchmal einen ganzen Tag lang stehen, um eine Handvoll Reis zu bekommen und konnten hoffen, dass die Beamten nicht Steine oder so reingegeben haben, um das Gewicht zu manipulieren. Das ist die Realität. Das wird mein nächster Film, ich bin jetzt im November wieder da, wird über Vietnam sein. Das ist ein ärmstes Land. Und jetzt, was ich bewundere an den Vietnamesen, was ich richtig toll finde, die hätten ja jetzt anderen die Schuld geben können, so wie die Afrikaner. Ja, der Kolonialismus, die Sklaverei und der Westen hat uns ausgebeutet und so. Ja, das ist ja so, wie die Afrikaner viele denken. Ja. Aber das ist so wie im eigenen Leben. Wenn du immer anderen die Schuld gibst, ja, da, das führt dich zu nichts. Ja. Du musst selbst dich selbst verantwortlich fühlen. Und die haben gesehen, nee, wir selbst, wir haben es vermurkst mit diesem Wirtschaftssystem und die haben dann Reformen, die heißen Doi Moi-Reformen. Öffnung, private Eigentum eingeführt, für Investoren geöffnet, liberalisiert. Ja. Es gibt also außer Polen und Vietnam kein Land, was in diesem Index of Economic Freedom in 25 Jahren so stark zugelegt hat wie Vietnam. Ja. Die haben immer noch Potenzial, da ist noch lange nicht alles gut, aber die Richtung, die hat gestimmt über die Jahre. Und das Ergebnis, 1990 haben 80% der Vietnamesen in Armut gelebt. 80%. Heute sind es weniger als 5%. Ich meine, was muss man noch mehr diskutieren, ob Kapitalismus gut ist oder nicht? Ja? Ich meine, das Tolle am Kapitalismus, sie brauchen keinen puren Kapitalismus. Selbst ein paar kräftige Tropfen Kapitalismus können Wunder bewirken. Ja? Die nennen sich sozialistisch, aber
Glaubens an den Strand, die Kommunistische Partei, das ist alles, also ich war da an 4 Universitäten, habe ich Vorträge gehalten. Ich kann Ihnen eins garantieren, das ist einfacher an einer deutschen oder amerikanischen Universität einen Marxisten zu finden, als an einer vietnamesischen Universität. Die sind kuriert. Die nennen sich vielleicht kommunistisch, sozialistisch, aber in Wahrheit sind die hyperkapitalistisch, wie die drauf sind und sehr, sehr unternehmerisch. Also ein tolles Land, was mich sehr beeindruckt hat. Ich hoffe, die bleiben auf dem Weg, weil in China, da hat es ja auch einen guten Anfang gehabt mit Deng Xiaoping und jetzt gehen die wieder mit diesem Xi Jinping zurück, mehr Staat, weniger Markt und jetzt wird es wieder alles verhunzt. Warum? Wie ich vorhin gesagt habe, wie mit dem dicken Mann, haben sie vergessen, was sie erfolgreich gemacht hat. Ah ja, genau, ja, die Soziologen, ja genau. Und dann, ich habe dann so Aufsätze gelesen von vietnamesischen Soziologen, Philosophen und die haben begründet, warum Ungleichheit gut ist. Ja, die haben gesagt, also es gibt halt welche, die sind faul und es gibt welche, die sind fleißig und deswegen ist es das Gerechteste, wenn die Leute ungleich sind am Schluss. Also das passt jetzt auch nicht so richtig zur kommunistischen Philosophie. Da gibt es wahrscheinlich im Westen keinen Sozialwissenschaftler, der sowas schreiben würde. Also die haben lange Aufsätze begründet, warum Ungleichheit gerecht ist und Gleichheit ungerecht ist. Und das ist also die, ja gut, dass ich mich daran erinnert habe. Ja, die sind natürlich auch richtig drauf, so reich werden ist bei denen eine Religion. Ich habe so eine Umfrage gemacht mal über Image von Reichen, ja, und da haben wir eine Frage gehabt, wie wichtig es ist, ihnen reich zu werden. Ja, das war also in Deutschland 22%, in Vietnam 76%. Gut, da kann man sagen, die haben auch viel Nachholbedarf, das ist verständlich, aber es hat auch was mit dem Asiatischen zu tun. Zum Beispiel Japan zum Beispiel ist ja auch dabei. Ja, und Japan ist ja doch schon einige Jahre ein entwickeltes Land. Die haben jetzt keinen Nachholbedarf unbedingt. Das hat auch was mit die Asiaten. Zum Beispiel in China, da sagen sie am Neujahr, so als Neujahrsgruß, ich wünsche dir viel Geld und dass du reich bist. Das habe ich jetzt in Deutschland noch nicht als Neujahrsgruß gehört von irgendjemand. Ich habe auch in China viele Vorträge gehalten über die Kapitalismusbücher nicht. Die dürfen da nicht gedruckt werden. Aber ich habe ja auch so Bücher geschrieben, wie man reich wird und so. Und die sind richtig fanatisch. Und vor allen Dingen, das Interessante ist, wenn ich in Deutschland einen Vortrag halte, so über Finanzen und reich werden, das sind meistens 80-90% Männer im Raum und die paar Frauen, die da sind, hat der Ehemann oder Freund mitgebracht. In China ist es anders, ja, da sind die Hälfte Frauen, auch in Vietnam. Und die Frau hat eine ganz andere Rolle in Vietnam. Der Anzahl von Frauen, die Unternehmer sind und in Führungsposition, ist viel höher in Vietnam als in Deutschland zum Beispiel. Aber nicht mit Feminismusquote, gibt es da gar nicht. Ich frage, gibt es bei sowas auch Gender und was weiß ich? Ja, wenn einer in Amerika studiert hat, die kommen mit und bringen den Blödsinn mit, aber sonst normal gibt es da nicht so. Ja, aber es ist einfach die Frau, und das war auch die einzige Umfrage, die haben immer auch noch Männer und Frauen gefragt, wie wichtig es ist, reich zu werden. In allen Ländern waren mehr Männer als Frauen, nur in Vietnam war es umgekehrt. Da waren 82% Frauen, glaube ich, und 72% Männer, die gesagt haben. Also das ist so, ist interessant, die Rolle der Frau in Vietnam. Hier ist, wie sehen die Leute Reiche, wie positiv oder negativ? Negativste Sicht ist nicht in Deutschland, nee, sondern in Frankreich, aber wir kommen dann direkt an zweiter Stelle. Und die positivste Sicht über Reiche sehen Sie hier, Polen, Vietnam, Japan, ganz andere Sicht in den Umfragen, wie Reiche gesehen werden. Ja, hier, das ist eine Slowakei, nur ich habe ja gesagt, da gibt es viele Verrückte in der libertären Bewegung, das sollte durch das Bild unterstrichen werden. Die beiden, der hat ja auch schon eine heiße Frisur hier, die sind von einer Heavy-Metal-Band, die haben immer den Spruch gehabt, Heavy-Metal und Capitalism, das war so deren Religion. Und abends wollten sie mit mir ein Bier trinken, weil sie gesagt haben, ich bin ja Deutsch, trinke Bier, aber ich trinke keinen Alkohol. Da sehen sie mich hier, wie ich mal ein Glas Milch anstoße, die anderen haben alles Bier gehabt. Also das war schon auch viele schöne Begegnungen, die ich gehabt habe in diesen Ländern. Polen, Herr Luxisch hat vorhin gesagt, die Polen sind fleißig, also das hätte vor 30 Jahren keiner gesagt. Ich weiß noch, ich habe es erst mal über Polen mich mit beschäftigt, weil ich habe eine PR-Agentur gehabt und wir haben für Immobilienunternehmen gearbeitet und eins dieser Unternehmen war eine Tochter von der HSH Nordbank damals. Die haben zusammen mit dem Shoppingcenter ECE ein Shoppingcenter geschlossen, Immobilienfonds in Krakau aufgelegt. Da haben wir eine Vertriebsveranstaltung gemacht, um den Leuten zu erklären, warum es jetzt gut ist, in Polen zu investieren.
Da war so einer, der fühlt sich besonders schlau und sagt, ich habe doch eine Frage, kaufen die auch oder klauen die das alles nur? Und alle haben gelacht. Ja? Also das war damals so das Image von Polen. Ja? Da gab es auch in Berlin gab es so einen Spruch, heute gestohlen, morgen schon in Polen oder so, über die Autos. Ja? So, das ist inzwischen anders. Inzwischen lachen die Polen uns aus, ja? Weil wir haben jetzt ein Wachstumprognose von 0,1% und die von 2,8%. Ja? Weil da ist auch nicht alles gut in Polen, aber eins ist anders. Die sind nicht so ideologisch. Da gibt es kein Klima- und Willkommenskultur, die ganze Welt reinlassen. Die helfen schon den Leuten, die wirklich Hilfe brauchen. Die haben viele Ukrainer aufgenommen oder wo in Weißrussland die Proteste waren. Aber die sagen, wir brauchen nicht jetzt halb Afrika und so brauchen wir nicht bei uns. Und deswegen sind die ja hier immer auch so als rechts bezeichnet worden. Ja? Ja, diese Peace-Partei, die regiert hat, die war sicherlich, was Migration und so Fragen angeht, war die rechts, aber die war wirtschaftspolitisch eigentlich total links. Ja? Und deswegen haben die ja leider dann auch manches, was in Polen gut begonnen hat, wieder in ein bisschen negative Richtung gebracht. Die haben die Privatisierung gestoppt, haben zum Teil sogar wieder verstaatlicht. Zum Glück sind sie nach 8 Jahren abgewählt worden und hoffen wir, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Aber diese Peace-Partei, also ich glaube, das ist die Vorbildpartei für die Sarah Wagenknecht, 100%. Die nennt auch ihre Partei, wenn jemand nicht mehr Bündnis Sarah Wagenknecht heißt, garantierchen heißt sie so wie die Peace-Partei. Die hat es auch schon unter ähnlichen Namen, Recht und Gerechtigkeit heißen die. Ja? Und das heißt, die sind wirtschaftspolitisch sozialistisch, und aber sonst national, also sagen wir nationaler Sozialismus so ein bisschen. Ja? Kommt manchmal gut an bei manchen. Ja? Hier sehen Sie mich mit dem Balcerowicz, das ist der diese Reformen gemacht hat. Der hat auch Vorwort geschrieben zu meinem Buch in Polen. Das ist also dem haben die Polen das zu verdanken. Und ja, da gibt es auch, Sie sehen mich hier, das ist Capitalism Weekend heißt, das ist eine große Veranstaltung, was die in Polen, ich bin jetzt auch wieder nächsten Monat da, Freedom oder so. Also die haben viele so Veranstaltungen. Und da gibt es aber auch in der libertären Bewegung so Dogmatiker leider, die habe ich da auch kennengelernt. Also zum Beispiel, bei dem Capitalism Weekend hält er einen Vortrag, der war Bürgermeister von Vilnius. Und er hat gute Sachen gemacht, zum Beispiel Uber hat in 3 Wochen Genehmigung bekommen. Er hat gesagt, es hat nie ein Land gegeben, wo Uber in 3 Wochen Genehmigung bekommen hat. Im Wohnungsbereich Reformen, so das Mietrecht liberalisiert, das vieles besser. Da steht so ein Superschlauer auf, ja, du bist doch Politiker und Politik heißt Herrschaft über Menschen. Wie kannst du überhaupt dich libertär nennen und für Freiheit? Weil Politik ist doch Herrschaft über Menschen. Also, wo ich jung war als Maoist, habe ich so ähnliche Leute kennengelernt, so Dogmatiker, die immer die reine Lehre und die fühlen sich auch wohl, wenn sie in so kleinen Zirkeln, Sekten sind, die gar keine Mehrheiten bekommen, weil die haben die reine Lehre, so wie eine Sekte. Alle Menschen verstehen es nicht, aber sie verstehen es genau und das da soll auch möglichst so bleiben. Also, die gibt es auch da. Aber also Polen, ein tolles Land. Damals Schocktherapie war auch erst mal 2 Jahre schlechter geworden. Jetzt seit 3 Jahrzehnten Europe's Growth Champion. Es gibt ein Buch, das heißt Europe's Growth Champion, ist eines der am schnellsten wachsenden Länder. Jetzt sagen wir manche, ja, sieht man kein Wunder, die Kohle kommt ja alle von uns, das ist ja von der EU. Ja, die kriegen auch Subventionen, aber das ist ein ganz großer Irrtum, dass es jetzt primär durch die Hilfen wäre. Genau, wenn mir einer sagt, nach dem Zweiten Weltkrieg, der Marshallplan, der hat uns wieder Deutschland reich gemacht. Blödsinn. Die Briten haben 3-mal mehr Geld vom Marshallplan bekommen als wir. Aber warum waren die arm dann in Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg? Die haben Krieg gewonnen, die haben 3-mal mehr Kohle bekommen, aber die haben demokratischen Sozialismus eingeführt und wir haben lutherische Erde gehabt. Das ist der Unterschied. Die Wirtschaft zählt. Und ich glaube sogar, dass manches Geld, das weiß man von der Entwicklungshilfe, sogar manchmal eher schädlich ist, als es tatsächlich dann nutzt am Schluss. Also der Grund ist wirklich die marktwirtschaftlichen Reformen, die gemacht haben. Hier, ich habe das vorhin gesagt, nur noch mal als Beispiel. Die meisten Reichen sind Steuertrickser, sagen 51% der Deutschen, 18% der Polen. Oder hier zum Beispiel, viele Reichen sind nur durch rücksichtslose Verträge ihrer Interessen reich geworden. 43% in Deutschland, 48% Polen. Oder Superreiche, die immer mehr Macht wollen, sind schuld an Problemen auf der Welt. Das sagt jeder Zweite in Deutschland. In Polen nur die Hälfte. Also das ist schon die Umfragen, ganz anderes Bild, ja, in Polen als in Deutschland. Jetzt Mongolei, das war interessant. War schon mal jemand in der Mongolei von Ihnen? Einer? Wann war das, wo Sie da waren? Wann war das?
War da auch immer Stau schon auf der Straße? Ja. Ah, schrecklich. Also ich sage Ihnen eins, Mongolei, in Ulaanbaatar ist ja die einzige, klar, in der Pampa nicht, ist die einzige Stadt, sagen wir, das Land ist fünfmal größer als Deutschland von der Fläche. Ja? Aber die Einwohner sind weniger als Berlin, nämlich 3 Millionen. Ja? Aber ich habe noch nie eine Stadt erlebt, wo sie immer im Stau stehen. Das hat mich vollkommen verrückt gemacht. Ich dachte, die haben genug Platz. Nee, da stehst du immer, immer im Stau. Einmal, da wollten wir zum Restaurant, der aus der Mongolei, der uns begleitet hat, war schlau, der hat gesagt, ich laufe, ihr könnt ja später nachkommen. Der hat dann 3/4 Stunde gewartet, der ist gelaufen ins Restaurant, bis wir dann da waren. Also ich habe denen gesagt, wenn ihr da Investoren mal anziehen wollt, da kriegt ja jeder schon einen Schock. Also ich war ehrlich gesagt, das sind nette Leute und so, wie so ein schönes Land, aber mit dem Stau, das macht sie wahnsinnig. Ja? Immer im Stau und überall ist Genghis Khan. Alles ist voll Genghis Khan. Ja. Ich habe hier, die haben 3 Bücher von mir rausgebracht. Ja. Die sind so lesefreudig. Also ich als Buchautor freue mich natürlich. Ich habe kein Volk auf der Welt erlebt, die so lesefreudig sind. Ja. Die haben 3 Bücher, die Lizenz gekauft. Da können wir noch mehr kaufen. Ja, hier noch 3. Jetzt haben sie noch eine. Ja. Die bringen alle meine Bücher jetzt in Mongolisch raus. Und ich habe gefragt, ja, wie verkauft ihr denn? Ich war da war zufällig die Buchmesse. Ja. Die war zwar in Zelten gewesen, ja, aber das war eine riesen Buchmesse. Ich habe gestaunt, was die für Bücher lesen. Ich habe gefragt, ja, aber das sind ja nur 3 Millionen Leute. Da sagt mir der Verleger, das ist der. Nee, eigentlich sind es weniger als 3 Millionen, weil die Nomaden, die kaufen unsere Bücher nicht irgendwo. Das ist nur die in der Stadt leben. Das sind 1,5 Millionen. Jetzt stellen Sie sich vor, ich sage meinem Verlag, du darfst die Bücher nur noch in Hamburg verkaufen. Ja? Sagen die, da verkaufen wir nichts. Ja? Also ein sehr lesefreudiges Volk. Und da gibt es auch Libertäre. Manche sind ja so ein bisschen arrogant, wenn sie nichts über der Welt wissen. Ich habe dann auf Facebook und auf X, achso, übrigens, wer folgt mir auf X oder Twitter hier von Ihnen? Ja, eine ganze Menge. Also ich bin auch auf Facebook oder auf Instagram, aber das meiste mache ich auf X. Also wenn Sie so meine, immer was ich zu sagen habe zur Politik und so, wenn Sie das lesen wollen, dann freue ich mich, wenn Sie mir auf X folgen. Auf Facebook haben Sie mich leider öfter schon bestraft und schon öfters auch angedroht, dass Sie mich komplett rausschmeißen, ja. Aber aus Schwachsinnsgründen, so, weil also zum Beispiel so eine Karikatur habe ich gepostet. Ich weiß nicht, wer die kennt. Da ist also, muss ich vorstellen, eine Gabel und da steht drauf Socialism. Ja, und steckt einer die Gabel, will eine Steckdose stecken und da steht Economy, also Wirtschaft. Ja. Da steht ein anderer daneben und sagt, das würde ich nicht machen, das ist schon bei vielen nicht gut bekommen. Oder sagt der Erste, ja, aber die haben es nur falsch reingesteckt. So, ja. So, Sie wissen, was das heißen soll. Facebook hat mir geschrieben, ja, ob ich Hilfe bräuchte wegen Selbstmordgedanken. So. Ja, die haben irgendwie dem Algorithmus das mit Selbstmord in Verbindung gebracht. Ja. Und da haben wir dann gedroht, also haben wir eine Reichweitensperre wegen Selbstmordreklame gegeben über 3 Monate. Ja. Und so Sachen habe ich also ziemlich oft erlebt auf Facebook. Ja. Auch manche so politisch bedingt, so links, auf X ist mir das noch nie passiert. Irgendwas. Also deswegen bin ich mehr da. Und da habe ich auf jeden Fall, dadurch bin ich drauf gekommen, poste ich so aus der Mongolei damals, ja, da gibt es so ein Liberty Hub, das ist so ein Kneipe, da ist Bilder von Milton Friedman und Hayek und Mises an der Wand. Da haben sie so lacht, haha, Mongolei, hast du 3 Libertäre getroffen? Nee, da waren so ähnlich wie jetzt hier Leute in dem Raum, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Also auch erstaunlich für ein Land, so ein kleines Land. Ja. Also sympathische Leute in der Mongolei, nur mit dem Stau. Nepal, da wusste ich früher gar nichts drüber, außer dass da der Mount Everest ist. Ja. Die haben lange Bürgerkriege gehabt mit maoistischen Gruppen. Und der Präsident heute ist auch Maoist. Da gibt es 120 Parteien in Nepal. Davon sind 80 marxistisch, leninistisch, maoistisch. Und die spalten sich, aber dann gehen sie wieder zusammen. Dann spalten sich. Und wo ich zum Flughafen gefahren bin, da waren riesen, praktisch über Hammer und Sichel und so, riesen rote Fahnen. Aber ich habe gesagt, hat so eine maoistische Partei wieder ihre Konferenz. Also irgendwie ist es verrückt. Das ist jetzt kein kommunistisches Land in dem Sinn, aber zum Beispiel, die haben dann gesetzt, dass du darfst mit keinem Produkt mehr als 20% Gewinn machen. Also der muss nachweisen, wie viel kostet mein Buch produzieren, und dann darf er 20% draufschlagen. Und wenn er mehr macht, muss er entweder den Finanzbeamten bestechen oder, ja, oder wird bestraft. Also das, und dann gibt es alles, was Luxus ist, Steuer. Zum Beispiel Autos sind Luxus, das heißt ein BMW, der bei uns 80.000 kostet 400.000 Euro. Da kann es sich natürlich keiner leisten. Das ist eines der 10 ärmsten Länder der Welt. Also da sieht man,
Das sieht man gut. Ich weiß gar nicht, ob da Leitungen auch unter der Erde verlegt werden. Also ich glaube es nicht. Die sind, ich glaube, alle über der Erde. Das ist so ein typisches Einkaufsgelegenheit in Nepal. Aber auch da gibt es tolle Leute. Das ist ja auch mein Buchcover. Basanta war früher auch Stalin-Mao-Anhänger, ist heute überzeugter Libertärer, hat einen Think Tank gegründet. Und er hat mich da eingeladen. Und ja, jetzt verlegen die mein nächstes Buch und wollen, dass ich wiederkomme nach Nepal. Also man sieht wirklich, ja, die haben viele Gesetze, um Investoren abzuschrecken. Da darf es nicht investieren, da darf es nicht investieren, da darf es nicht investieren. Ja? Lange Listen. In Vietnam, umgekehrt, die haben sich geöffnet. Investoren willkommen, umso mehr, umso besser. Dem einen Land geht es schlecht und dem anderen geht es gut. Also das ist mit der Armut und dem Reichtum am Schluss nicht so richtig kompliziert. Resümee. Weltweit geht heute alles leider in meisten Ländern mehr Staat, weniger Markt. Ja? Nicht nur bei uns. In Südamerika ist ja mit der Ausnahme von Argentinien, in Kolumbien ist ein Sozialist, in Brasilien ein Sozialist, sogar in Chile ein Sozialist. Venezuela wollen wir gar nicht drüber reden, habe ich ja kurz gesagt. Ja. China, habe ich gesagt, gehen wieder in Richtung mehr Staat, weniger Markt. USA haben das schlechteste Rating im Ranking of Economic Freedom, seit es den Index gibt. Und Europa muss ich nicht sagen. Ja. Das ist... was die von der Leyen macht, ja, erst hat sie die Bundeswehr kaputt gemacht und jetzt macht sie die Wirtschaft hier kaputt als nächstes mit Verbrenner aus und mit Lieferketten gesetzt. Und jeden Tag haben die, wenn die wenigstens faul wären alle, ja, und sagen wir, ich wär sogar dafür, das Gehalt zu verdoppeln, wenn sie dafür alle aufhören zu arbeiten, so, dann können sie wenigstens keinen Schaden anrichten. Aber die sind auch noch richtig fleißig, die sind richtig noch stolz. Der Habeck hat erzählt, oh, wie hart die arbeiten, die waren alle da, Burnout, weil sie so viele Gesetze machen. Ich habe gesagt, wären die lieber faul? Ich dachte immer, die Grünen und die Linken sind alle so Faulenzer, aber leider nicht so. Ja? Leider sind da ziemlich auch fleißige Leute drin und das ist genau das große Problem. Ja, warum ist die libertäre Bewegung in den meisten Ländern so schwach? Da habe ich schon ein bisschen provokant gesagt, zu viel Theorie. Ja, da einer hier Hayek, hier Mises, da eine Theorie. Die meisten Leute sind nicht so auf Theorie. Zu wenig schöne Frauen, wenn sie also in diesen libertären Zirkeln, das sind meistens 90% Männer alles. Ja, das ist natürlich nicht so richtig attraktiv. Das hat der Millet anders gemacht. Er hat immer geguckt, dass er in der ersten Reihe gefördert hat, möglichst hübsche Frauen auch hat. So, ja, das ist uns, was ich vorhin gesagt habe, nicht pragmatisch genug. Ja, ja, Prinzipientreue finde ich gut, aber wenn es so dogmatisch wird, wie vorhin aus Polen, wo ich schon immer erzählt habe, dann ist auch wieder nicht gut. Ja, Erlebnis in Athen wollte ich noch erzählen. Ich war in vielen Ländern, die ich jetzt nicht gezeigt habe. Warum? Erlebnis, ja, da war kurz bevor ich nach Griechenland bin, war so ein Eisenbahnunglück. Vielleicht erinnern sich noch manche, da sind 50 Menschen umgekommen. Wer war schuld? Logisch, Kapitalismus, wie immer, ist ja an allem schuld. Ja. Und so war auch der Kapitalismus am Eisenbahnunglück schuld. Und ich war im Hotel, das war neben dem Parlamentsgebäude. Und da war ein großer Balkon auf dem Hotel. Und am Sonntag habe ich so geguckt, da haben die demonstriert. Rote Fahnen und die ganzen Kommunisten gegen Kapitalismus. Ja. Und dann habe ich aber die Hälfte der Zeit haben die Lieder gesungen. Ich konnte jetzt nicht verstehen, weil ich kein Griechisch kann, aber es waren schöne Lieder, so, die so das Herz erwärmt haben. Und da habe ich in dem Moment, sage ich zu meiner Freundin, guck mal da, das ist das Problem. Ich sage so, das GDP per Capita hat sich hier in den letzten 30 Jahren verdreifacht und die haben die schönen Lieder. Ja. Und was glaubst du, wer mehr jetzt die Herzen der Menschen bewegt? Das ist so, ja, warum haben wir keine Lieder? Ja? Und warum verstehen wir es nicht, auch die Emotionen der Menschen mehr anzusprechen? Ja? Und das letzte, ja, Versagen der Kapitalisten, das ist natürlich der Kern. Ja? Ich sage mal, diese ganzen Ideologen wären ja kein Problem, auch der Kinderbuchautor wäre kein Problem. Ja? Wenn es wenigstens, sagen wir mal, genug Unternehmer geben würde, die auch sagen, wir setzen jetzt was dagegen. Ja? Wir wehren uns jetzt mal. Ja? Aber nee, da gibt es im Gegenteil, so wie mein Freund Joe Kaeser, ja, von Siemens, im Handelsblatt Habeck, der Politiker des Jahres, the man of the year, er ist so nachdenklich und so, ja, und so weitsichtig. Ja? Ich weiß, diese Leute, ja, die sind unser Problem, ja? Nicht die Ideologen. Ja? Die Opportunisten, ja? auch VW. Ja? Ich meine, jetzt die Arbeiter tun mir wirklich leid. Ja? Haben Sie gesehen, jetzt machen die VW, wir waren so lange stolz auf unsere Automobilindustrie in der Welt. Ja?
überall Mercedes und BMW. Haben Sie mal gehört, dass ein Land freiwillig sein bestes Produkt verboten hat? Also ich glaube, ich bin ja Historiker, aber vielleicht habe ich was übersehen. Ich glaube, das ist erstmalig, dass ein Land freiwillig sein bestes Produkt verbietet. Ja? So. Und jetzt, wenn die sich gewehrt hätten, nee, dann haben sie so geschummelt irgendwo, ja, und gehofft, kommt nicht raus, sie haben natürlich doch rausgekommen, ja, geschummelt. Und dann aber, ja, wir sind ganz grün und nachhaltig und so und alles. Und ich weiß noch, wo es dann kam mit dem E-Auto, ja, große Welt im VW hat einen Plan schon übererfüllt und so weiter, so wie in der DDR immer Plan schon übererfüllt. Ja. Und jetzt auf einmal ist die ganze Scheiße, also die Arbeiter tun mir wirklich leid. Da muss man sagen, das Versagen der Managers, nicht wie jetzt uns die Linken einreden wollen, die hätten auch schneller E-Autos bauen sollen. Nee, ich meine, es ist doch Quatsch, das als Grund anzugeben. Ich meine, Toyota baut 99% Verbrennermotoren und die haben tollen Gewinn und Umsatz. So. Das ist doch Quatsch so. Ja? Nee, das ist einfach, weil jetzt die ganze Kohle für irgendwelche ideologischen Projekte ausgegeben wird. Und das ist halt, wenn Sie mich fragen, was ist der Unterschied von Planwirtschaft und Marktwirtschaft, das ist ganz einfach. In der Marktwirtschaft entscheidet der Unternehmer, was produziert wird. Am Schluss der Konsument. Ja? Wenn Sie auf Amazon ein Buch bestellen, machen Sie den Jeff Bezos reicher. Und wenn Sie einen Tesla kaufen, machen Sie den Elon Musk reicher. Und, ja, und so weiter. Ja? Und wenn Sie beim Lidl einkaufen gehen, machen Sie den Schwarz reicher. So, das ist Kapitalismus, also Demokratie in der Wirtschaft. In der Sozialismus-Planwirtschaft entscheiden Politiker und Beamte, was produziert wird. Da Heizung nicht gut, Wärmepumpe, Verbrennermotor auch nicht gut, E-Auto. Ja. Also das heißt, wenn du glaubst, dass die Politiker die schlauesten Menschen der Welt sind, schlauer als Millionen Konsumenten und Unternehmer, dann musst du für Sozialismus sein. Ja. Wenn du aber glaubst, dass Millionen Konsumenten und Unternehmer letztlich schlauer sind als die Politiker, dann musst du für Kapitalismus sein. Also so einfach ist es meiner Meinung nach am Schluss. Ja, das war so, habe ich hier noch was? Ah ja, meine Bücher, genau, nicht vergessen. Das sind die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Das habe ich nicht geschrieben. Ich habe 100 Rundfunkinterviews gehabt jetzt im letzten Jahr mit amerikanischen Rundfunk- und Fernsehstationen. Das Buch ist In Defense of Capitalism. Einer fragt mich, glauben Sie denn, Sie überzeugen jetzt damit einen Antikapitalist? Und ich dachte, nee. Glaube ich nicht. Da sagt er, warum schreiben Sie ein Buch, wenn Sie glauben, dass Sie keine Überzeugung haben? Ich weiß, die kaufen die Bücher doch gar nicht. Ich sehe das, wenn ich das poste auf Twitter, bevor das Buch noch raus ist. Ach, das ist alles gelogen, das ist alles falsch, das ist alles so und so. Ich schreibe immer nur drunter, das ist alles scheiße. Ich schreibe nur drunter, Buch gelesen? Fragezeichen. Nee, so ein Buch würde ich nicht lesen. Ja, wie willst du dann wissen, was drinsteht? Ja, Mein Kampf habe ich auch nicht gelesen und weiß trotzdem, dass es ein schlimmes Buch ist. Also das war die Antwort. Ja, gut. Also ich lese ja das Zeug von den Linken, deswegen bin ich denen auch überlegen. Ich lese den ganzen Quatsch, auch von der Ulrike Herrmann. Ja, habe auch von der Sarah Wagenknecht die Bücher gelesen. Ich lese es. Aber die haben Angst, dass sie verunsichert werden. So wie ich mit 13. Habe auch nur Peking-Rundschau gelesen, Radio Tirana gehört. Also ich habe Angst gehabt, bürgerliche Presse oder so. Ja, könnte ja sein, man wird irgendwie verunsichert. Und so sind die auch. Ja. Hier das Buch, ist es über Polen und Vietnam, ist eine Rarität. Da hat mein Mitarbeiter das falsche Cover drauf gemacht. Erkennt jemand, warum das Cover falsch ist so bei dem Buch? Sieht es jemand von Ihnen? Ich habe es nicht gesehen. Also zum Glück hat mich einer rechtzeitig gewarnt. Wer sieht's? Das ist eine Seemöwe. Ja? So, und ich habe das dann meinen Freunden aus Polen geschickt. Die haben gesagt, sag mal, das ist kein Adler hier. Dann sage ich, was ist es? Das ist eine Seemöwe. Stellen Sie sich mal vor, wenn die es nicht gemerkt hätten und das Buch wäre herausgekommen, hätten sich alle kaputt gelacht. Ja? Der Aufstieg des Drachen und der weiße Seemöwe. So, ja? Das kann ich sagen, ja, aber ist doch rechtzeitig nur hier. Das Cover war dann richtig, aber der Mitarbeiter hat noch das Falsche drauf gemacht. Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Bin ich ein bisschen stolz. Ich habe viele prominente Leser. Der prominenteste neben Steve Forbes, haben Sie vorhin gesehen, ist Javier Milei. Da habe ich erst mal dessen Namen gehört. Ich habe so Google Alert, wenn mein Name kommt, poppt da was auf. Und da waren Artikel in Spanisch, den konnte ich nicht lesen. Aber ich habe dann so eingegeben, da vor Jahren, 3 Jahren, der hieß Javier Milei. Und da haben sie den gefragt, ich wusste damals nicht, wer das war, der war ein unbekannter Politiker. Da haben sie gefragt, was machen Sie heute Nachmittag? Da sagt er, ich gehe nach Hause und lese das Buch von Rainer Zittelmann. Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Da habe ich gedacht, der ist mir sympathisch, der liest beide Bücher. Ja? Und deswegen, also habe ich schon ein paar prominente Leser. Und das ist das aktuelle Buch, ja? Über die Weltreise. Ja?
gerade hat ich so ein Milliardär, den ich kenne, der hat mir gerade geschrieben, tolles Buch, er war fasziniert, alles gut, aber er sagt, eins hat mir nicht gefallen, das hätten sie nicht machen sollen, weil ich habe da so auch geschrieben über meine Freundin, die mich begleitet haben auf der Reise manchmal, also jetzt nicht lang, nicht sehr persönlich, aber ich habe das auch nicht so verschwiegen, ich bin halt so, wie ich bin, ja, so, oh, das hätte ich jetzt nicht gemacht und so, und ja, naja, gut, der ist jetzt auch, der ist 10 Jahre älter als ich, ein bisschen konservativer auch, ja, also, das hat ihm nicht gefallen, aber den Rest vom Buch, gerade habe ich die Mail bekommen, habe mich gefreut, hat gesagt, super Buch. Und ich hoffe, ja, der eine oder andere von Ihnen wird es auch lesen und weiterempfehlen. Es ist ein bisschen unterhaltsamer als meine anderen Bücher, aber mit viel Wissen drum. Und ich hoffe eigentlich, das vielleicht noch zum Schluss, das ist eine Idee, wie ich auf das Buch auch gekommen bin. Ich hatte meinen Freund, der war Immobilienunternehmer. Und der hat es so gemacht, der hat mit seinen Kindern, der hat so Kinder gehabt, die waren irgendwo 14, 15, hat gesagt, das sind die letzten Jahre, wo die noch mit Mama und Papa in Urlaub fahren. Danach werden die das nicht mehr machen. Und da hat er immer so den Urlaub vorbereitet, so wie ich. Der hat so praktisch über die Geschichte und die Geografie und die Wirtschaft von dem Land und hat richtig so praktisch den Kindern da sowas vorgetragen, beigebracht und dann sind das Land. Also jetzt nicht einfach nur einen Liegestuhl legen und von der Sonne scheinen, ist auch schön, sondern richtig, der wollte, dass die auch was über die Welt kennenlernen. Da habe ich gedacht, die Idee finde ich eigentlich, also ich habe jetzt keine Kinder, aber wenn, ich meine, überlegt mal der eine oder andere, ist vielleicht keine schlechte Idee, nehmen Sie mal ein Buch, lesen ein bisschen darüber die Länder und machen dann eine Weltreise, solange Ihre Kinder noch in dem Alter sind, dass sie mit Ihnen fahren, gönnen sich das mal, machen so 3 Monate eine Weltreise, muss ja nicht 20 Monate sein wie ich, wenn Sie Zeit haben dafür, ja, und nehmen Sie Ihre Kinder oder es sind hier manche Eltern dabei, nehmen Sie Enkelkinder und sagen, ich habe ein Geschenk für dich, eine Weltreise, ja, und dann machen sie aber nicht nur im Liegestuhl liegen, sondern lesen vor in meinem Buch ein bisschen und erzählen denen was über die Welt. Ich meine, die lernen vielleicht auf der Reise mehr, als sie in 2 Jahren Schule gelernt haben. Das kann schon sein. Ja? Ja, jetzt kommt der beste Teil, nämlich Ihre Fragen oder auch Kritik. An, ja, das ist auch willkommen. Herzlichen Dank. Jetzt kommt aber der beste Teil. Ich meine, die Sachen, die ich jetzt erzählt habe, die konnten Sie auch alle im Buch nachlesen, wenn man ehrlich ist. Ja? Aber wichtiger ist halt, dass Sie auch Ihre Fragen oder Kritikpunkte zu dem Buch, zu dem Vortrag, aber auch gerne mal jedes andere Thema, wer macht mal den Start von Ihnen? Hier haben wir am besten immer mit dem Mikrofon, dass auch ganz hinten die auch die Frage verstehen. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank noch für Ihren Vortrag. Geht das Mikrofon überhaupt? Ja? 1, 2, 3. Geht's? Ja. Ja. Okay. Also vielen Dank für Ihren Vortrag, Dr. Zittelmann. Die erste Frage war ja mit Vorwarnung. Wie ist das mit den Frauen? Das habe ich nicht so verstanden. Dann kommt die Hauptfrage. Unternehmertum braucht ja Freiheit. Ja. Und Sie haben ja gesagt, wir haben einen schleichenden oder modernen Sozialismus oder schleichende Enteignung. Ja, der Nanny-Staat soll alles regeln. Wie soll sich denn da Zukunft abbilden? Wie sollen da junge Menschen Unternehmertum entwickeln? Ja, sagen wir das also zur zweiten Frage zuerst. Das ist tatsächlich das große Problem. Wie entwickelt sich Unternehmertum? Ja, das fängt ja schon an, dass, wenn man so Umfragen hat, dass die meisten jungen Leute irgendwo Angestellte, Arbeiter, Beamte, ist auch nichts gegen zu sagen, aber wir brauchen letztlich auch Selbstständige und Unternehmer, ja. Und da bereitet die Schule letztlich nicht so richtig drauf vor. Ja. Ich habe neulich so eine Analyse gelesen, das war hier auch von unserer Naumann-Stiftung über Schulbücher. Da wird auch überall irgendwo der Kapitalismus schlecht dargestellt. Ja. Und jetzt gibt es ja manchmal die Forderung, die Lehrer sollen Fachwirtschaft oder so einrichten. Da halte ich nichts davon. Ja. Ich meine, der Lehrer, ist hier ein Lehrer im Raum? Wer mal melden? Ja. Also jetzt mal. Richtet sich nicht gegen Sie, aber gegen die anderen Lehrer. Ja? Also der Lehrer, was hat er gemacht? Er ist in die Schule gegangen, dann war er ein paar Jahre auf der Uni und dann ist er wieder zurück in die Schule. Also wenn einer von Wirtschaft keine Ahnung hat. Okay, die nehme ich alle aus. Ja? Abgesehen davon, ich darf mich outen. Ich bin selbst auch Lehrer. Ja? Ich habe 2. Staatsexamen gemacht, einen Abschluss als Gymnasiallehrer, also jetzt nichts gegen Lehrer, aber es ist einfach, ich habe eine bessere Idee, als wenn Lehrer das machen. Ja. Schickt jede Woche einen Unternehmer in die Schule und lasst den erzählen vom Unternehmertum, was Freude macht, was Spaß macht, aber auch was schwierig ist. Ja.
Ich höre gerne so Vorträge, ich lese auch gerne so Bücher. Ich glaube, das würde die jungen Menschen so faszinieren, ja? Wenn die einfach, das müssen keine Großen sein. Ja? Ich habe so einen Friseur, der hat angefangen in Kreuzberg, ist ein Türke im Kleinen, im Hinterhof, irgendwo 20 Quadratmeter Raum. Der hat heute 15 Geschäfte und verdient einen Haufen Kohle. Wenn der seine Geschichte mal erzählen würde, ja, dann hätten vielleicht auch mal ein paar eine Idee, was man auch aus dem Leben machen kann, wenn man nicht Beamter oder Angestellte. Also das wäre meine Idee, um die Idee von Unternehmertum zu ja, die andere Frage mit den Frauen ist halt so, ich habe ja gesagt, ich führe ein freies Leben. Ja? Deswegen ist es bei mir so, ich habe mehrere Freundinnen, aber die wissen alle voneinander. Ja? Und also insofern kein Geheimnis. Und das finden manche jetzt ganz schrecklich, aber ich sage, solange es ehrlich ist und soll jeder so leben, wie er will. Also ich habe Freunde, die sind, Freund von mir ist seit 40 Jahren verheiratet und glücklich und alles, hat nie seine Frau betrogen, glaube ich ihm auch. Ja? Ist ein Lebensmodell. Bei mir passiert vielleicht auch nochmal, ich habe hier noch ein paar Jahre zu leben. Ja, kann auch mal sagen, die Richtung ist halt bisher nicht mehr weggelaufen. Deswegen ist es bei mir auch dem Buch, das habe ich halt am Anfang geschrieben, weil da tauchen ja unterschiedliche Namen auf. Da habe ich gesagt, nicht wundern, es liegt halt dran, weil ich mehrere Freundinnen habe und mit der einen bin ich mal da angereist und mit der anderen da. So, das gefällt jetzt nicht jedem, muss aber auch nicht. Das ist ja das Schöne am Liberalen und am Libertären, dass jeder sein eigenes Leben hat, dass man tolerant ist gegen einem anderen Leben. Und das ist was nie jetzt ein Etatist verstehen wird. Ja, heute zum Beispiel war auch auf Twitter einer, der hat gesagt, die Leute denken immer, weil ich gegen staatliche Subventionen bin für E-Autos, ich habe was gegen E-Autos. Nee, ich habe nichts gegen E-Autos, ich bin nur dagegen, dass man staatlich vorschreibt den Leuten. Das ist genau wie mit Drogen. Ich nehme keinen Drogen, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme sonst keinerlei Drogen, aber ich bin trotzdem für Drogenfreigabe, also zumindest von Cannabis, ja. Nur weil ich es nicht will, sage ich nicht, es muss jetzt allen verboten werden. Und ich finde es auch toll und ganz toll, wenn Menschen heiraten und haben eine Ehe und ihr Leben lang und sind da glücklich. Super, aber ich möchte auch, dass es toleriert wird, wenn jemand anders lebt. Ja? Und das ist halt letztlich, was ich verstehe unter liberaler Philosophie. Solange du keinem anderen schadest, ja, leben und leben lassen und solange du ehrlich bist. Und das ist so, was mich auch ein bisschen vom Konservativen vielleicht unterscheidet. Manchmal, wenn die Leute sagen, ja, der Zillmann ist so extrem konservativ. In manchen bin ich das vielleicht, aber der Konservative, der hat ja ein sehr, sagen wir mal, enges Korsett und Vorstellungen auch, wie man leben soll, viele. Ja? Und das akzeptiere ich auch, das ist auch okay. Ist für mich nur dann nicht okay, wenn man es anderen Menschen vorschreiben will. Ja? Ich finde es wichtig, dass man anderen Menschen, solange sie keinen Schaden zufügen, dass sie dann ihr Leben führen. Da kannst du sagen, das sind wir ein bisschen verrückt, wie kann man sowas machen? Ist okay, musst du ja nicht selbst, aber akzeptiere es nur beim anderen Menschen. Ja, weitere Fragen, Wortmeldungen. Ja, bitte sehr. Es war übrigens interessant, lustig, in China, wo ich einen Vortrag gehalten habe, es war vor 1000 Leuten an der Uni. Da hat einer dann, Unternehmer, ist auch gestanden, ja, ich verdiene viel Geld, ich habe alles, aber ich habe das Problem, ich finde ja nicht die richtige Frau. Haben Sie dafür auch einen Tipp? Da habe ich gesagt, gut, kann ich mal anfangen zu erzählen. Und dann wollten die nichts mehr anderes hören die ganze Zeit. Ja? Da habe ich dann noch, glaube ich, eine Stunde lang erzählt, dann noch mehr und das und so. Ja? Obwohl es gar nicht Thema von dem Vortrag war. Also heute machen wir das nicht so. Ja? Sie haben eine andere Frage, hoffentlich. Ja? Ja, vielen herzlichen Dank für den Vortrag auch. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es hat mir in vielen Fällen wirklich aus der Seele geschrien geradezu so. Ich bin Volkswirt. Ja. Ein sogenannter übler Neoliberaler. Ja, also ich bin auch für. Ich bin für Marktwirtschaft, ich bin für soziale Marktwirtschaft. Ja. Das heißt, Regeln müssen sein. Ja. Regeln, die das Miteinander auskommen, eben so friedlich wie möglich gestalten. Ich habe zum Schluss eine Folie bei Ihnen gesehen, da haben Sie drauf geschrieben, das Versagen der Kapitalisten. Und haben ein paar Beispiele gebracht, die haben mich zum Nachdenken gebracht. Joe Kaeser ist kein Kapitalist in meinen Augen. Ja klar, der ist... Er ist ein angestellter Manager. Manager, klar. Ja, genauso wie letztendlich alle Vorstände von DAX-Unternehmen, die haben ihre 5-Jahres-Verträge, die haben eine völlig andere Rationalität. Und daraus resultiert auch... der von Ihnen so richtig diagnostizierte Opportunismus, dieses Anbiedern an den Zeitgeist. Das Versagen des Kapitalisten oder des Kapitalismus sehe ich eher darin, dass es wirklich noch echte Unternehmer gibt in unserem Land und die sich weggeduckt haben.
ja, die gar nichts gesagt haben, die abtauchen. Und die finden Sie unter anderem auch hier in diesem Bundesland. Da gibt es nämlich echte Unternehmerkapitalisten. Aber die machen nichts auf der politischen Bühne. Sagen wir bis zu einem gewissen Grad, Sie haben vollkommen recht, ja, kann ich es auch verstehen. Ich kenne einen, der ist der Gründer von Whole Foods in Amerika, John McKay, den war auch vorhin auch auf dem Bild. Und dem habe ich auf dem Kongress kennengelernt, da hat man den gelobt, weil er war auch einer, der sich mal politisch engagiert hat, zum Beispiel gegen Obamacare, der hat auch ein Buch geschrieben über Kapitalismus. Und da hatte ihn der Moderator gelobt, der auch so gedacht hat wie ich, und da sagt er, ich würde es aber nicht mehr machen. Warum? Er sagt, ich habe so einen Shitstorm bekommen und so einen Ärger für mein Unternehmen und so, das hat mein Unternehmen fast der Existenz gefährdet, dass man es im Grunde nicht verantworten kann. Traurig, aber ich muss sagen, ich kann den Mann in gewisser Weise auch verstehen. Jetzt nur, was ich nicht verstehen kann. Ich habe mal so etwas gegründet, liberale Immobilienrunde hieß es. Das waren lauter so Unternehmer, die irgendwo so Immobilienwirtschaft, aber FDP-nah. Da gibt es dann eine ganze Menge. Und da hat man als den Solms, als Redner, danach habe ich gesagt, das war so vor den Wahlen, also ich spende jetzt 10.000 Euro. Ja? Wer ist auch dabei? Da haben sie alle so runtergeguckt, weil sie dachten, ich habe so rund geguckt, ich gucke denen vielleicht in die Augen, haben alle so auf den Boden geguckt. Ja? Hat sich keiner gemeldet. Da habe ich gesagt, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Ihr meckert den ganzen Tag über die Roten und die Grünen und die Linken und was weiß ich. Ja? Und wenn ihr sagt, wir haben keine Zeit, uns politisch zu engagieren oder wollen uns da nicht so exponieren, kann ich sogar noch verstehen. Ich war auch 15 Jahre lang Unternehmer. Ich weiß, dass man da nicht unbedingt die Zeit hat. Kann ich alles verstehen. Aber wenn ihr mir jetzt auch noch sagt, wir haben die Kohle nicht, ja, das ist doch gelogen. Das weiß ich doch, dass es nicht stimmt. Ja. Und es hat mir auch der Solms erzählt, ich will den Namen nicht nennen. Ja, der hat mir gesagt, da war er bei einem Milliardär. 3-4 Stunden hat er geredet über die Linken und die Grünen und waren sich alles einig. Ja? Und am Schluss ganz großzügig, Milliardär, ja, drückt er ihm einen Scheck für 10.000 Euro in die Hand. Das ist ein bisschen das Problem. Ja? Das ist ein bisschen das Problem, also, dass sich zu wenige engagieren und dazu gehört auch finanziell engagieren. Gucken Sie, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe hier 1,5 Millionen ausgegeben, die ich nicht wiederkriege. Meinen Sie, das ist, weil ich sonst nichts mit dem Geld anzufangen müsste? Also meine Freundinnen hätten da schon auch Ideen. Ja? Aber da bin ich dann sparsam, ja? Weil ich sage, guck mal, ich muss doch meine Forschungen muss ich doch finanzieren. Ja? Also ich hätte ja schon andere Ideen und die Freundinnen hätten noch viel mehr Ideen. Aber ich habe es halt gemacht, weil es mir keine gegeben hat. Und ich habe jetzt erst mal versucht, weil ich sage, ich kann es ja nicht auf Dauer, dass mal einzelne Leute dann sagen, also das finden wir toll, dass sie das machen. Und ich sage, ich habe es ja vorgemacht. Ich verlange von dir nichts, was ich nicht selbst gemacht habe. Ja? Und damit fängt es an. Und Sie haben natürlich recht, diese Unterscheidung Unternehmer und das sind ja Manager, Angestellte. Aber leider auch bei den originären Familienunternehmern gibt es manche Naive. Jetzt haben Sie zum Beispiel gerade die Familienunternehmer, haben sie gesagt, sie hoffen, dass das BSW irgendwo marktwirtschaftlich denke. Also das ist völlig unbegreiflich. Ich meine, die Frau Wagenknecht hat auch gesagt, sie will den Kapitalismus abschaffen. Früher war es Stalin, dann Hugo Chavez. Die hat sich gewandelt, kann auch jeder. Ich habe mich auch gewandelt. Aber dass jetzt auf einmal vom BSW erwartet, dass die für die Marktwirtschaft, das ist so ein völlig... Ja. Dann ist das unter Umständen aber auch ein Signal, wenn es notwendig sein sollte, irgendwelche Koalitionen zu bilden. Das muss man vielleicht auch überlegen. Frau Wagenknecht ist nicht so ganz blöd und ich glaube auch, sie hat ökonomischen Sachverstand. Oh nee, also blöd ist sie nicht, aber Sachverstand ökonomisch, also das ist eine ganz abwegige Meinung. Nee. Also zumindest ist sie in der Lage, eine Statistik aufzustellen und auch zu lesen. Gut, aber damit kommt an manchen Stellen etwas zu kurz. Sagen wir mal so, das wird ja oft gesagt, ja, aber die ist ja intelligent. Natürlich ist die intelligent, ja. Aber ich meine, das ist ja gerade gefährlich. Ein dummer Linker ist mir doch viel lieber, ja. Ich meine, der ist ja ungefährlich, ja, ein dummer Linker. Ja? Und ich meine, intelligent, gut und schön, aber gucken Sie mal, wenn ich erst in meinem Leben, da war es schon 30, Stalin war der große Held, ja? Kann man alles nachlesen, ja. Dann als nächstes ist Hugo Chavez der große Held über 10 Jahre und es wird uns das Wirtschaftsmodell empfohlen. Das ist wenige Jahre her oder Fidel Castro gelobt. Ja?
und dann zwei Tage bevor der Krieg ausbricht, bevor der Putin die Ukraine überfällt, sagt er, zum Glück ist der Putin ja nicht so, wie er denkt, dass der jetzt hier Krieg beginnen würde. Also, das haben viele, aber dadurch wird es ja nicht klüger, dass es andere gab, die es auch gesagt haben. Ja? Also, sagen wir mal, ich weiß, viele, die finden die sympathisch. Wie kann man das Unternehmertum fördern? Was wäre da Ihr praktischer Vorschlag? Die IHK, die Handelskammer, versuchen sehr, sehr stark, junge Leute irgendwie einzubinden, ihnen zu sagen, wie man Firmengründungen macht, unternimmt, mit welchen Hindernissen zu rechnen sind, sie darauf vorzubereiten. Was schlagen Sie da vor? Also ich bin auch dafür, dass es viel mehr Unternehmer gibt im Saarland und der Saarland ein viel höheres Sozialprodukt schreiben könnte. Also das ist eine sehr wichtige Frage und ich habe ja in Argentinien die Leute kennengelernt, die sowas machen. Da war das jetzt aber nicht von der IHK oder so, sondern es waren privat diese Thinktanks, die ich genannt habe. Die haben junge Leute zusammengerufen, haben denen erzählt oder was erarbeitet, jetzt nicht nur abstrakt Theorie, sondern auf Unternehmertum vorbereitet. Das waren aber private Initiativen. Sowas finde ich toll. Ja, gibt Initiativen für alles Mögliche, aber solche privaten Initiativen, dass sich Leute zusammentun und sagen, wir finanzieren das und tun junge Menschen denen beibringen, auch nicht einfach nur, sondern beibringen. Und das wäre mein Vorschlag, auch dass man dann so Veranstaltungen macht und einfach einlädt Unternehmer. Das ist doch unglaublich interessant und ich glaube auch, man wird genug Unternehmer finden, weil viele Unternehmer, die erzählen gerne aus ihrem Leben, wenn sie fragen, wie haben sie eigentlich angefangen und wie war das und mehr muss man nicht machen und ja, das ist nicht alles schön am Unternehmerleben, aber am Schluss ist toll, es ist viel Freiheit, es sind viele, sagen wir auch, tolle Sachen, die man... an die Gymnasien, wo gehen Sie da hin? Also es gab so eine Initiative, wie hieß die im Saarland, Wirtschaftsangels oder wie waren das noch? Ja, also, das war eine Initiative, die eigentlich sich ganz gut anhörte. Was ist daraus geworden eigentlich? Ich weiß nicht, was hier im Saarland gegeben hat, aber klar, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt leider kein Kultusminister, ja, wenn ich jetzt Kultusminister wäre, dann würde ich halt sowas einführen in der Schule, ja, dass ich sage, das gehört dazu, dass jede Woche ein Unternehmer kommt. Ich kann halt nur Ideen geben und solange das halt nicht von der Politik gemacht wird, und das sehe ich im Moment nicht, dann muss es halt private Initiativen geben, dass man dann Schulen sowas anbietet einfach, dass man sagt, wir machen hier Netzwerk, ich kenne 20 Unternehmer, die wären bereit, in die Schule zu kommen, was zu erzählen. Und sowas gibt es ja auch schon teilweise, ja, oder? Ja. Also ich bin ja von Minzum und Chancen, Bundesinitiative, die wurde 2008 gegründet, also vor 16 Jahren. Vielen Dank, damals noch BDI, BDA und so weiter, auch René Obermann und Deutsche Telekom. Und wir sagen ja, Vorbilder bilden, also auch die jungen Menschen sollen erzählen, also junge Unternehmer sollen in die Schulen, sollen den jungen Menschen erzählen, wie sie sagen, wenn man hinfällt, muss man, sagen wir, nochmal aufstehen. Also es gibt auch natürlich Rückschläge, das gehört auch zum Leben dazu. Und das versuchen wir zu fördern, aber wir sind privat, also nicht staatlich gefördert. Und wie machen Sie das genau? Ja. Also wir sind bundesweit organisiert und wir haben sogenannte MINT-Botschafter, 20.000 in Deutschland, die ehrenamtlich natürlich, ne? Ja. Und Code of Conduct, also die dürfen jetzt das eigene Unternehmen bewerben, ist natürlich klar. Also nicht für wirtschaftliche Interessen, fürs Unternehmen bewerben, aber den Gedanken weitergeben, also erstmal den MINT-Gedanken, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, aber auch damit zusammenhängt natürlich das Unternehmertum, weil Innovationskraft wird nicht vom Staat, sag ich mal, gefördert oder gedacht. Nee, toll. Also Sie sehen, es gibt es ja schon und davon braucht man halt mehr einfach. Ja? Von diesen Sachen braucht man mehr. Toll, wusste ich gar nicht, habe ich wieder was gelernt. Ja? Ja, danke. Ja, also ich bin jetzt ein Unternehmer, kein Großer, kein Käser oder kein... Ich kann es schwer verstehen, könnte man. Die anderen bitte ruhig sein, sonst kann ich es nicht hören. Geht's jetzt? Geht's jetzt? Verstehen Sie mich jetzt? Ich habe meine Bitte. Es ist einfacher, wenn einer redet und dann, sonst kann ich schwer verstehen. Ja. Jetzt geht's jetzt? Ja. Also ich bin jetzt ein Unternehmer, ich bin kein Joe Käser also, oder auch kein Milliardär. Ich bin ein mittelständischer Unternehmer, komme nicht aus dem Saarland, sondern aus Bayern. Und das, was jetzt hier gesprochen worden ist, also ich glaube, ganz kann ich das nicht bestätigen. Es ist nicht so einfach,
für die Unternehmer, hier sich auch durchzusetzen und zu versuchen, in der Politik, wie sie zurzeit in Deutschland gemacht zu werden, zu versuchen, hier in einem marktwirtschaftlichen System vorwärts zu kommen. Ich komme jetzt aus der Energiewirtschaft und das ist natürlich eine besondere Geschichte. Da haben wir die Energiewende, Klimawandel und alles. Und die Energiewende, da passiert ja sehr viel zur Zeit, da wird ja alles umgestürzt. Und da sind hauptsächlich die Unternehmen gefordert, dass das dann zu einem Gelingen geführt wird. Und das Problem ist aber, dass halt hier der Staat sehr viel mitspricht. Das ist immer mehr Planwirtschaft als Marktwirtschaft. Da heißt es dann auch, das können wir mit dem Markt nicht lösen, da geht es jetzt erst richtig los, da muss subventioniert werden, EEG und was es da alles gibt. Aber das Problem ist halt, das läuft manchmal unfair ab. Und zwar in dem Zusammenhang, dass man sagt, man will die Unternehmen bei den Gesetzgebungsverfahren zum Beispiel schon mitmachen lassen, indem man hier, da gibt es ja diese Anhörungsverfahren oder Ähnliches bei den Prozessen, nur immer wieder mit dem einen Problem, wenn das Bundeswirtschaftsministerium hier so ein Verfahren eröffnet, dann haben da die Unternehmen vielleicht 3-4 Wochen Zeit, hier eine Stellung machen, eine Position abzugeben. Die Materie ist aber so kompliziert, dass du fast keine Chance hast. Und wir werden zwar vertreten von großen Verbänden, der Bundesverband der Deutschen Energiewirtschaft oder Deutsche Industrie- und Handelskammertag oder Bäcker Büttner Held zum Beispiel, die sind Profiunternehmen, die haben tolle Leute da in ihren Riegen und sogar die schreiben, bevor sie da eine Stellungnahme abgeben vorher, wir können aufgrund der kurzen Frist, die uns zur Verfügung steht, hier einfach nichts Gründliches liefern, sondern das nur oberflächlich mehr betrachten. Und da passieren manchmal Sachen bei so Verfahren, dass zum Beispiel vom Gesetzgeber Energiewirtschaft wird ja hauptsächlich bestimmt vom Wirtschaftsministerium, dann aber natürlich auch vom Umweltministerium, beide grün besetzt, beide schon ein bisschen mehr Ideologie als Pragmatismus, was man hier so merkt, wird durch die das bestimmt und da wird sogar nach den Anhörungsverfahren, heißt, ihr müsst ja den Pragmatismus reinbringen als Unternehmen, wird versucht, hier noch was reinzukriegen, das gegen die Unternehmen ist. Und die haben natürlich, ist eine unheimlich unsichere Situation, wenn man in der Energiewirtschaft, die ja sehr kapitalintensiv ist, wenn man hier investiert, dann setzt man sich da einen großen Risiko aus in dem Fall. Jetzt stellt sich da die Frage, was könnte man denn da machen? Also wir zum Beispiel, die Unternehmen sind sehr aktiv, auch politisch. Wir wenden uns dann auch an die FDP ein Beispiel. Ja, letztes Jahr, das EEG 2023, da hat man auch versucht, eigentlich nicht ganz fair da besonders gegen den Mittelstand vorzugehen. Und dank der FDP ist dann das nochmal geändert worden und haben wir das so hingebracht, dass auch der Mittelstand hier eine Chance hat, sich durchzusetzen. Aber insgesamt gesehen ist fast eine aussichtslose Situation, in der wir uns da befinden, durch die ganzen Verfahren. Und da stellt sich halt die Frage, wie könnte man das am System ändern, dass die Unternehmen sich hier dann endlich, dass die mal endlich die Möglichkeit haben, den notwendigen Pragmatismus reinzubringen und nicht denen die Schuld zuzuschieben und sagt, ihr tut zu wenig und ihr müsst aktiver werden. Das ist eine schwierige Situation, das ist das Problem. Ja, Sie haben das ja sehr gut geschildert und ich glaube, da gibt es auch, wenn ich ehrlich bin, keine kurzfristige Lösung. Solange da Leute an der Regierung sind, die im Kern erstens null Ahnung haben von Wirtschaft und eher wirtschaftsfeindlich sind. Ja? Was will man da anderes erwarten? Ich kenne auch Leute, die hatten auch da Kontakt mit den Ministerien, auch wie sie sagen, was sie beschrieben haben, eine absolute Katastrophe. Die haben gesagt, das sind total Ahnungslose, mit denen sie da gesprochen haben. Alles ideologisch, aber gut, die sind halt gewählt, so ist es. Ja? Und wobei ich nicht so richtig optimistisch bin, dass sich kurzfristig was ändert, weil wenn jetzt neu gewählt wird, ja, also die Ampel wird sicherlich weiter existieren, aber was wird es dann geben, weiß man nicht aus heutiger Sicht. Vielleicht CDU-SPD-Regierung, haben wir lang genug gehabt, war auch nicht richtig gut. Ja. Ich wäre ja für 51% FDP, ja, aber da sind wir im Moment, das sind wir im Moment noch ein Stückchen weit von entfernt. Ich glaube, im Moment wären wir schon froh, wenn die 5% irgendwo gerissen werden. Und da dran hängt es letztlich. Ja. Deswegen, ich glaube ja, dass man kurzfristig durch die Politik nicht viel in Deutschland ändern kann, weil ich es auch in den anderen Ländern gesehen habe. Die Änderungen, die fangen im Geistigen an, ja, und später erreichen jetzt die Politik. Und das geht leider nicht schnell. Aber gucken Sie mal, die Linken, wie geduldig die waren. Das hat angefangen 1968, in der 68er-Bewegung mit dem Kampfmarsch durch die Institutionen, an Universitäten und so, und ist dann immer mehr durchgesickert in die Wissenschaft, in die Medien, in die Politik, am Schluss leider auch in der Wirtschaft angekommen. Und
die waren erfolgreich. So wie in der Wirtschaft sagt man auch, Best Practice, muss man von denen lernen. Ich hoffe jetzt nicht, dass es auch umgekehrt 50 Jahre dauert. Aber die Illusion, jetzt in 5 Monaten gibt es irgendein Rezept, wo man alles wieder ändern kann, was jetzt in Jahrzehnten falsch gelaufen ist, das halte ich für weltfremd einfach. Ja. Deswegen schreibe ich ja meine Bücher, halte ich solche Vorträge, versuche ich aktiv zu sein, auch andere Leute zu gewinnen, um so einen Prozess in die Wege zu leiten. Ja. Ich bin ja Business Angel im Saarland hier und da wird viel getan. Aber was Entschuldigung, kann mal jemand draußen sagen, entweder dass die reinkommen oder aufhören zu reden, mich stört es, wenn da immer gequatscht wird zwischendrin. Und das mache ich jetzt schon mehrere Jahre und viele Jahre und ich stelle eben immer fest, dass schon jeder auf den Start schielt. Es gibt also viele EU-Programme und alles Mögliche, ja, was da gefördert wird und das Bewusstsein, was Unternehmertum ist, ist wenig ausgeprägt bei den jungen Leuten, die gute Ideen haben, sachlich, fachlich, aber die wissen nicht, was auf sie zukommt, dass beispielsweise das Vertrieb und Marketing mehr Aufwand braucht, als man denkt. Also man hatte gute Ideen, man hatte gute, will das auf den Markt bringen, das wird dann auch noch gefördert. Solange die Förderung da ist, funktioniert es und dann 3 Jahre später ist das Unternehmen eben insolvent, weil es einfach nicht weiß, wie Vertrieb und Verkauf geht. Und das ist ein großes Dilemma in Deutschland, dass das Thema Vertrieb nicht so angesehen ist, wie das vielleicht in den USA oder sonst wo ist. Und deswegen gebe ich Ihnen unumwunden recht. Man muss, wie kriegt man mehr Kommunikation zwischen den Unternehmern, die Unternehmer sind? Für mich ist ein Angestellter nicht unbedingt ein Unternehmer, das ist ein guter Manager, der an der Spitze ist, aber der Unternehmer, der sich selbst gegründet hat, der das Unternehmen aufgebaut hat in x Jahren und das muss gar nicht so groß sein. Im kleinen Unternehmen ist es oft viel stärker und der kann das viel besser rüberbringen, was gemacht werden muss, damit man vorankommt und ein guter Handwerker kann besser sagen und weiß oft besser wie ein toller Akademiker, wie er das Unternehmen nach vorne gebracht hat, sein Unternehmen nach vorne gebracht hat. Ja, also deswegen ist die Frage, wie kriegen wir es hin, dass diese Kommunikation zwischen Schule und Unternehmertum besser wird. Ich hatte beispielsweise Luthes Gymnasium und habe denen angeboten, ihr könnt jederzeit kommen, Klassenlehrer, ehemalige und alles. Zu uns, die kommen aber nicht. Die Schüler haben kein Interesse, dorthin zu gehen und sich das dann anzuhören. Und die Lehrer müssen das dann in ihrer Freizeit machen, dann eben leider auch nicht. Also es ist Software, verschiedene und meine Frau hat einen Metallgroßhandel, also wir haben die verschiedensten Unternehmen. Mein Sohn hat eine Versicherungsagentur und meine Tochter arbeitet mit ihrem Partner in einem Bürofachgeschäft, das sie selbst gegründet haben. Also wir sind kleine Unternehmerfamilie. Also Sie haben ja mit vielem aus dem Herzen gesprochen, ich fange mal an. Ich habe ja auch 15 Jahre lang eine Firma gehabt. Ich habe die erst spät gegründet. Ich war damals 43 Jahre alt. Ich habe kein Pfennig in meinem ganzen Unternehmerleben vom staatlichen irgendeine Förderung oder Subvention angenommen. Am Anfang hat mir so ein Berater gesagt, er musste was beantragen. Das war so ein Horror, diese ganzen Scheißformulare und dann Berichte, sodass ich irgendwann gesagt habe, meiner Mitarbeiterin, schmeiß den Scheiß weg, das kostet so viel Zeit und Nerven, dann mache ich es lieber ohne. Ja, als das. Deswegen, also ich habe nie 1 Euro genommen. Ich hätte es auch genommen, gebe ich zu, wenn es jetzt einfach gewesen wäre. Aber dann muss doch Berichte. Also, und ich, was Sie auch gesagt haben, ganz wichtig, es ist alles am Schluss Vertrieb und Marketing. Das wird oft unterschätzt. Es nützt nichts, wenn du das beste Produkt hast und bist nicht in der Lage zu verkaufen. Und das ist auch was, was leider im deutschen auch BWL-Studium nicht richtig gelehrt wird. Ja? Ich hatte öfters auch Freunde, die BWL studiert haben. Da habe ich dadurch das mitgekriegt. Ich habe es ja selbst nicht studiert. Das war nichts brauchbar jetzt für einen Unternehmer, ja? Weil das, worauf es ankommt, Vertrieb und Marketing, Verkauf, ja, haben die gar nicht gelernt, irgendwelche mathematischen Formeln, wie man die auseinander ableitet. Völlig, ich habe auch Freunde gehabt, die haben BWL studiert, die haben gesagt, das ist 5% hat mir vielleicht was genützt für meinen Beruf später. Ich habe ein Interview gelesen mit Erich Sixt, also von der Autovermietung, der hat gesagt, nach 2 Semestern BWL habe ich festgestellt, dass für mein weiteres Leben völlig irrelevant ist und habe deswegen das Studium dann abgebrochen. Ja? Also das heißt, das ist oft wirklichkeitsfremd und fern und ich glaube, dass es am Schluss
alles. Es nützt ja nichts, beste Produkt, wenn du nicht in der Lage bist, es am Schluss zu vertreiben. Aber ich meine, das kannst du auch nicht von dem Professor irgendwo verlangen. Ja? Wenn das BWL-Wissen entscheidend wäre, wie erfolgreich du bist später, dann wären ja die ganzen BWL-Professoren Multimillionäre oder vielleicht sogar Milliardäre. Das ist aber nicht so. Ich habe mal einen Professor gekannt, der war die größte Koryphäe in der Immobilienökonomie. Ja? Der hat eine Fachzeitschrift herausgegeben, x Dissertationen sind bei ihm entstanden, Lehrbücher geschrieben. Alle Investitionen, die ich kannte, die er gemacht hat im Immobilienbereich, waren alle daneben gewesen. So, ja? Trotzdem Wissen. Ja? Einen anderen habe ich gekannt, der hat gerade einen Hauptschulabschluss mit Mühe und Not gehabt, der war Legastheniker, ja? Der hat im Immobilienbereich eine Milliarde gemacht. Ja? Also das ist oft auch, da wird einfach überschätzt, was an akademischem Wissen. Das ist vielmehr, dass du Learning by Doing, und ja, da braucht man Vorbilder. Also das ist genau das, worum es geht. Und dieses ganze Förderzeug, ja, das ist. Für manche Produkte brauchen wir noch Kapital. Ne? Da könnte man so gute Ideen haben, aber Kapital starten zu können. Also, Sie sagen jetzt, man braucht Kapital. Also, stimmt. Erstens kann man aber heute eine Menge Firmen gründen, wo sie wenig Kapital brauchen. Für viele Firmen langt es, wenn sie ein Zimmer und einen Computer haben, einen Laptop und gute Ideen. Aber nicht für alle, gebe ich zu. Wenn Sie Produkte produzieren wollen, ja, nicht nur Dienstleistungen oder nicht nur im Softwarebereich. Das ist halt, was in Deutschland auch fehlt. Wir haben in den USA eine viel weiterentwickelte Venture Capital Kultur, wo einer, der gute Ideen hat, der findet halt auch den finanziert. Im Silicon Valley, da sitzen die ganzen, da sind junge Leute, die gute Ideen haben, und dann sitzen Kapitalgeber, die gucken, ja, und dadurch privat, ja, das ist alles privat, ja. Ich sage mal ein Beispiel, wo wir in Deutschland total hinterherhinken. Das ist jetzt für meiner Meinung nach eine absolute Zukunftsindustrie, Space-Industrie, ja, also New Space nennt man das. Ja. Inzwischen ist also das SpaceX, kennt ja jeder von Elon Musk, ja. Aber inzwischen ist also da der größte Teil nicht mehr staatlich, sondern privat, was da investiert wird. Das ist entwickelt in USA. In China, sogar da gibt es auch Privatunternehmen, aber natürlich auch viel staatlich. Ja. Und was machen wir in der EU? Erstmal lauter Regulierung, Weltraumrecht und wie man dann ausarbeiten kann, was man regulieren kann. Das Gleiche bei KI. Ja? Die Chinesen arbeiten dran, die Amerikaner und die EU arbeitet an irgendeiner Regulierung dafür. Aber nur durch Regulierung, ja, das ist halt der große Irrtum. Ja, danke, also Sie haben mir sehr aus dem Herzen gesprochen mit Ihrem Beitrag. Gerne weitere Wortmeldung. Ich würde mal an der Stelle mir erlauben, als Hausherr zu sagen, dass wir die Diskussion im Plenum erstmal beenden. Herr Zittelmann ist heute Abend noch hier, kann für Sie alle im Direktgespräch auch die ein oder andere Frage beantworten. Das Buch ist auch da. Er wird es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch signieren, wovon auszugehen ist. Ja, aber sagen wir, muss man das Buch kaufen, ja? Ja. Ich hab neulich eine Regel eingeführt, wo ich in Argentinien war. Also, wer 2 Bücher kauft, kriegt sie signiert. Ja? Und wer 3 Bücher kauft, kann auch ein Foto noch mit mir also machen. Also die Bücher... Ja? Das hat gut okay, geklappt. Herr Zittelmann, die Bücher sind von der Buchhandlung Raueiser. Ich kann darüber nicht verfügen. Wie bitte? Die Bücher sind von der Buchhandlung Raueiser. Die sind gar nicht unsere, die sind von der Buchhandlung. Aber ich gehe davon aus, dass Sie, wenn Sie 3 kaufen, wir von der Villa vielleicht auch noch großzügig sind und das eine oder andere oben drauflegen. Das schon bestimmt. Daher denke ich Ihnen allen vielen herzlichen Dank. Für weitere Fragen alle ins Foyer. Ich denke, wir haben einen super Abend gehabt über eine Weltreise vom Kapitalismus. Und ich persönlich fand Argentinien besonders spannend. Auch Südamerika, Chile, Wahnsinn. Ich denke, schön, dass Sie alle da waren. Bleibt uns wohl gesonnen und übernächste Woche geht's weiter. Vielen Dank.